Herzlich willkommen zum heutigen Webinar Glaukomdiagnostik und Therapie. Ich wünsche Ihnen ein herzliches Willkommen von meiner Seite, von Heidelberg Engineering. Das Thema heißt Diagnostik und Therapie. Diagnostik, das bekommt Heidelberg Engineering ja ganz gut hin. Für die Therapie haben wir uns heute Verstärkung ins Boot geholt. Dies ist eine Kooperation mit der Firma Allergan. Und ich darf herzlich begrüßen Herrn Dr. Norbert Jahn. Er ist Senior Manager vom Medical Affairs Team bei Allergan. Herzlich willkommen, Herr Dr. Jahn. Ich möchte Ihnen ganz kurz eine Agenda vorstellen. Wir werden starten mit dem Vortrag OCT in der Glaukomdiagnostik. Diesen wird mein Kollege und klinischer Trainer Andreas Kasper halten. Im Anschluss werden wir Herrn Professor Christian Mardin aus Erlangen begrüßen. Er wird dann einige Fallbeispiele uns zeigen und uns dann die Diagnostik und Therapie in der Glaukomdiagnostik näher bringen. Im Anschluss sehen wir Quiz und Fragen. Das bedeutet, Sie werden am Ende einen kleinen Fragebogen ausfüllen müssen. Dieser ist Grundvoraussetzung dafür, dass Sie auch die 3 Punkte bekommen, die ich Ihnen gleich noch auf der nächsten Folie zeige. Die stehen Ihnen also definitiv fest, wenn Sie den Fragebogen am Ende auch ausgefüllt haben. Ja, ganz kurz zur Virtual Academy. Viele von Ihnen werden es schon kennen und einige werden sich wahrscheinlich auch darüber angemeldet haben. Auf der Homepage von Heidelberg Engineering haben wir also den Bereich Virtual Academy und dort sehen Sie eine Reihe von bereits aufgezeichneten Webinaren und Sie sehen auch alle Webinare, die in Kürze stattfinden werden. Dort können Sie also regelmäßig einmal hineinschauen und sich informieren, was in Kürze anstehen wird oder aber bestehende Webinare sich anschauen. Ja, last but not least noch ein kleiner Hinweis, falls Anregungen da sind oder weitere Fragen, die Sie an uns senden möchten, dann können Sie dies tun an die Mailadresse schulungen@heidelbergengineering.com. Ja, damit wünsche ich uns allen ein erfolgreiches und schönes Webinar und kann direkt den ersten Redner ankündigen. Mein lieber Kollege Andreas Kasper sitzt gerade in Heidelberg in der Firma. Normalerweise bereist er Nordrhein-Westfalen, heute live in der Firma in Heidelberg. Hallo Andreas. Ja, hallo Matthias. Hallo zu Hause alle. Hallo Herr Dr. Jahn. Vielen Dank für die Einführung. Von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Wir sind schon über 142 Teilnehmer. Das freut uns natürlich sehr. Und ich werde jetzt in den nächsten paar Minuten, knappe halbe Stunde, Ihnen einfach mal die Theorie zu dem, was nachher folgt, zu den Fallbeispielen von Herrn Professor Mardin, relativ grundlegend erklären. Der Tatort des heutigen Geschehens haben Sie wahrscheinlich schon sehr oft gehört. Es geht um das Glaukom. Und wenn wir mit dem Spektralis über die Glaukomdiagnostik reden, dann gibt es eben unterschiedliche Positionen beziehungsweise unterschiedliche Areale, die wir vermessen möchten. Das erste Areal, um das wir uns kümmern, ist quasi die Papille selbst, also der Sehnervenkopf, auf dem wir mit der Glaukommodul Premium Edition einen radiären Scan positionieren. Der beinhaltet 24 Messlinien und in jeder von dieser 24 Messlinien wird dann einmal automatisch von der Software die ILM segmentiert, beziehungsweise auch die Bruchmembranöffnung. Die kürzeste Strecke zwischen diesen beiden Punkten ergibt dann automatisch die minimale Randzaumbreite. Das heißt, diese blauen Pfeile geben einen Wert, den wir mit den Normaldaten vergleichen können. Die zweite Messung, und das ist eine relativ bekannte Messung, weil die eben schon sehr lange durchgeführt wird, ist die Messung der Nervenfaserschicht peripapillär. Das heißt, wir haben eine Kreismessung, eine kreisförmige Messung in 3 unterschiedlichen Durchmessern. Und aus diesen unterschiedlichen Durchmessern beziehungsweise in diesen unterschiedlichen Messkreisen segmentiert das System automatisch die Nervenfasernschicht und die kann dann eben auch mit den Normaldaten, die hinterlegt sind, verglichen werden. Diese ersten beiden Messungen sind quasi eine kombinierte Messung. Das heißt, wir werden die nicht losgelöst voneinander durchführen, sondern immer kombiniert. Damit sind die auch auf der gleichen Position zentriert. Und die zweite optionale Messung, die wir standardmäßig auch für sinnvoll halten und immer durchführen werden, heißt bei uns die Posterior Pole Messung. Die Posterior Pole Messung hat zum einen eben eine differenzierte Dickenkarte, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, hat aber vor allem, wie der Name schon sagt, eine Asymmetrieanalyse
Und aus dieser Messung können wir die Werte, die gemessen werden, mit Normalpatienten vergleichen, beziehungsweise auch die Nervenfaserschicht sowie die Ganglienzellschicht separiert segmentieren, für diese Messungen Dickenkarten anzeigen lassen und eben auch diese mit Normaldaten vergleichen. Das einfach mal kurz zur Übersicht, sind unsere Positionen, die wir standardmäßig für eine umfangreiche Glaukomdiagnostik benutzen würden. Voraussetzung für jede dieser Messungen bzw. für beide Messungen ist das sogenannte anatomische Positionierungssystem. Und dieses anatomische Positionierungssystem ist im Endeffekt eine Achspositionierung. Das heißt, wir detektieren bei der Erstmessung einmal die Fovea und das Zentrum der Bruchmembranöffnung und erhalten somit eine ganz individuelle Achse für jeden Patienten. Das heißt, wir können jede Messung, die Sie durchführen, so optimal wie möglich mit den Normaldaten vergleichen. Jetzt gehen wir am besten direkt einfach mal in das Analysefenster rein, damit Sie auch sehen, was Sie mit den gemessenen Daten anfangen können. Und zwar ist es so, wenn wir die Messung öffnen, dann sehen Sie immer oben links beim Spektrales OCT das Infrarotbild, nebst rechts daneben dem OCT-Schnittbild. Sie sehen immer die hellgrün hinterlegte Position, also die hellgrün erscheinende Position ist immer das OCT, was Sie angezeigt bekommen. Und für die Glaukomdiagnostik ist es so, dass wir unten links eine Sektorenanalyse bekommen und rechts daneben sehen Sie das Histogramm. Das heißt, die exakte Messung ist immer im Histogramm hinterlegt und diese unterschiedlichen Bereiche, die eben immer mit diesen grauen Linien begrenzt wird, sind dann immer die Kuchenstücke sozusagen in der Sektorenanalyse. Jetzt ist natürlich die Frage, wie analysiert man so ein Histogramm? Und zwar ist es so, dass alle Werte, die Sie gemessen haben, verglichen werden mit den Normaldaten, die hinterlegt sind. Das heißt aber auch, dass die Normaldaten, also der Normalbereich, den wir hier im unteren Bereich haben, der wird nicht für jeden Patienten gleich benutzt, sondern der wird individuell für jeden Patienten errechnet. Und hier wird eben zum einen die Bruchmembranöffnungsfläche berücksichtigt und das Alter. Das heißt, je größer die Bruchmembranöffnungsfläche und je älter der Patient, desto geringer ist auch der Vergleichswert. Um das Histogramm einmal zu analysieren, ist es eben so, dass Sie, ich vergrößere Ihnen das gerade nochmal kurz, eine grüne Mittellinie sehen. Und diese Mittellinie ist quasi der 50%-Wert in der Normaldatenbank. Und wir würden erwarten, dass eine Messung eines gesunden Auges mehr oder weniger dieser grünen Linie folgt, beziehungsweise im Idealfall genau darauf liegt oder eine Parallelposition ein. Das heißt, ein bisschen oberhalb oder unterhalb wäre eine immer noch okaye Messung. Man würde einfach erwarten, dass das Histogramm quasi parallel verläuft. Anders sieht es aus, wenn wir eine komplette Reduktion der Amplituden haben, dann haben wir schon ein sehr flaches Histogramm, das heißt, wir haben kaum eine Erhöhung in diesem Histogramm und wir sind mit fast allen Werten eben im Grenzbereich, aber vor allem sehr oft im roten Bereich. Das wäre dann schon eine Messung, die nicht mehr normal erscheint. Viel deutlicher wird es dann aber, vor allem wenn Sie eine sehr kräftige Kerbe haben, wo eben dann Nervenfasergewebe geschädigt ist an dieser Stelle und dann eben die Abnahme schon an dieser Stelle viel präsenter ist als im restlichen Bereich. Wenn wir uns die Messungen im Verlauf angucken, dann hat man zum einen die Möglichkeit, wie Sie es wahrscheinlich auch von der Netzhautdiagnostik kennen, dass man schwarz als schwarze Linie im Histogramm eben die aktuelle Messung sieht und grau hinterlegt haben wir dann die Messung von der Basisuntersuchung. Und oben an der blauen Linie sehen Sie jedes Mal, welche Messung präsentiert wird. Das heißt, wir haben hier den linken Pfeil und wir haben hier bei R den rechten Pfeil. Sie kriegen automatisch in Mikrometer abgetragen, wie dick die Messung an der heutigen Position ist. Und in Klammern sehen Sie eben den Unterschied zur Basismessung. Wenn der Patient jetzt öfter bei Ihnen war, dann ist es natürlich auch interessant, den Verlauf von mehreren Messungen anzugucken. Und das kann man immer über den Reiter Progression machen. Das heißt, wenn Sie hier auf die Progression drücken, dann kriegen Sie dieses Diagramm, wie Sie es jetzt gerade sehen. Und Sie hätten eben die Möglichkeit, dass die Punkte automatisch verbunden wären, wenn Sie drei oder mehr Punkte haben. Und dieses Histogramm bzw. diese Progressionsanalyse können Sie sich für alle Messungen, die an der Papille durchgeführt wurden, einmal separiert angucken. Beziehungsweise, wenn Ihnen das noch nicht ausreicht oder Sie ein bisschen genauer gucken möchten, dann kann ich eben auch noch das einzelne
Sektorelement anklicken und es würde automatisch eine erweiterte Analyse beziehungsweise eine separierte Analyse für diesen Sektor angezeigt werden. Jetzt haben wir in diesem Beispiel noch eine gestrichelte Linie, weil es statistisch beziehungsweise mathematisch erst eine relevante oder signifikante Veränderung geben kann, wenn man 5 oder mehr Messungen hat. Und in diesem Beispiel sehen wir eben mal eine Progression mit 5 Messungen. Und da kann man eben sehen, dass diese Gerade jetzt einmal komplett durchgezogen ist. Und man sieht auch, dass diese blaue Linie etwas steiler verläuft als die alterskorrelierte Normalabnahme. Das heißt, in diesem Beispiel könnte man eben sehen, dass die Abnahme in diesem Patientenauge eben stärker vonstatten geht, als man es normalerweise erwarten würde. Wenn wir dann von der Bruchmembranöffnungsmessung, von der minimalen Randzornbreite zur Nervenfaserschichtsmessung gehen, dann ist es vom Prinzip sehr ähnlich. Wir haben die gleiche Darstellung, wir haben die gleiche Referenzdatenbank, das Histogramm ist auch ähnlich zu beurteilen, allerdings ist das hier, das werden Sie wahrscheinlich alle schon sehr lange oder länger als ich schon kennen, dass wir in diesem Histogramm eben 2 sehr präsente Hügel haben. Das heißt, ich habe einen Anstieg, wenn wir von links von temporal kommen zum superioren Bereich, wo wir sehr viele Nervenfasern haben, dann gehen wir den Berg runter Richtung nasal, wo das alles so ein bisschen lang plätschert. Und hinten Richtung temporal inferior geht wieder der Berg sehr steil nach oben, wo eben die Nervenfasern präsenter sind. Und zum temporalen Bereich haben wir einen gleichmäßigen Abstieg. Das wäre das, was wir uns wünschen würden für einen Normalbefund. Auch hier ist es ähnlich, eine Reduktion der Amplitude setzt das ganze Histogramm herab, wenn wir in beiden temporalen Bereichen eine Amplitudenreduktion haben. Oder auch diese sehr präsente Kerbe wäre auch hier sehr deutlich zu sehen, zum einen im Histogramm eben oder zum anderen auch in der Sektorenanalyse. Nun kommen wir mal kurz zu einer sehr häufig gestellten Frage. Es kann natürlich auch bei aller Technik oder so gut die Technik auch ist, immer wieder zu Auffälligkeiten kommen, dass man sagt, die Widersprüchlichkeit in beiden Messungen ist ja trotzdem manchmal da. Das heißt, ich habe eine Messung direkt an der am Sehnervenkopf, an der minimalen Randzornweite, die ist unauffällig und die RNFL-Messung, die ist schon auffällig. Und da gibt es eben mehrere Ursachen. Bei dieser Konfiguration ist es eben so, dass ich zum einen eine nicht glaukomatöse Optikusatrophie haben kann. Das heißt, ich habe eben schon Gewebedefekt außerhalb der Papille, aber die Papille selbst bzw. die minimale Randzornweite ist wenig davon beeinflusst. Wir können auch eine atypische Lage der Bogengefäße haben oder der bogenförmigen Gefäße, wie wir es in diesem Beispiel haben. Das heißt, die Gefäße, die superior verlaufen, die sollten eigentlich, wenn wir uns das wünschen könnten, in diesem Bereich verlaufen, weil das der temporal superiore Bereich in der Normaldatenbank ist. In diesem Fall verlaufen die etwas steiler, was tatsächlich häufiger vorkommt als im inferioren Bereich. Das heißt, hier oben hätten wir eben Werte, die dünner sind als das System, die erwartet, und dann werden die automatisch als auffällig angezeigt. Der dritte und letzte Grund wäre, und das ist auch in allen Systemen mehr oder weniger gleich, wenn wir eine Mikropapille haben, wo wir sehr wenig Platz direkt am Sehnervenkopf haben und die ganzen Informationen gebündelt sind, dann kriegen wir automatisch vergleichsweise höhere Werte, und wenn wir nach draußen gehen, dann sehen wir den Defekt aber trotzdem schon in der Nervenfaserschichtsanalyse. Wenn wir die genau umgekehrte Information haben, dann gibt es eigentlich mehr oder weniger nur eine realistische Erklärung, und das wäre eben eine physiologische Makropapille. Das heißt, die minimale Randzornweite, die Messung ist auffällig, weil einfach die Papille sehr groß ist, sehr viel Platz ist, um die ganzen Nervenfasern zu verlagern, und wenn wir nach außen weitergehen, dann zeigt sich das Bild eigentlich mehr oder weniger normal beziehungsweise wenig beeinflusst von der Papillengröße. Sie können immer einmal prüfen, wie groß denn die Bruchmembranöffnungsfläche ist, wenn Sie sehr genau hingucken, und vor allem hier unten im rechten unteren Bildbereich, da sehen Sie jetzt in diesem Beispiel, die Bruchmembranöffnungsfläche ist 1,99 Quadratmillimeter und der Mittelwert der Normaldatenbank sind 1,78 Quadratmillimeter. Also wir würden da nicht von einer zu großen Öffnung sprechen, aber es ist eben ein bisschen größer als der Mittelwert. Was wir in diesem Fall tun würden, ist natürlich, Ihnen zu empfehlen, noch eine weitere Messung zu nutzen, die Sie ja normalerweise auch schon gemacht haben, wenn Sie den Ablauf, dem Ablauf folgen, den wir Ihnen empfehlen. Das heißt, Sie könnten die Ganglienzellschicht analysieren. Und wenn wir die Ganglienzellschicht analysieren möchten, kommen wir schon zu unserer nächsten Messung, der Posterior-Pole-Messung. Die Posterior-Pole-Asymmetrie-Analyse
gewährleistet Ihnen oder ermöglicht Ihnen eine differenzierte Dickenkarte-Analyse. Das heißt, in diesem linken Beispiel sehen wir mal, wie Sie mit dem Reiter Thickness Map, also das ganz normale Dickenprofil der Netzhautmessung, aufrufen würden. Und Sie können eben hier sehen, dass das Histogramm bzw. die Skala von 0 bis 800 Mikrometer reicht. Das ist vor allem relevant, wenn wir Patienten für die Netzhautdiagnostik haben, weil da gibt es eben sehr starke Zunahmen und sehr starke Abnahmen. Das heißt, wir müssen einen sehr großen Bereich realisieren bzw. abbilden. Wenn wir hinsichtlich einer Glaukomerkrankung prüfen möchten, dann reicht uns meist ein kleinerer Bereich, weil eben hier die Veränderungen sehr langsam fortschreiten und nicht ganz so dramatisch von den dicken Änderungen vollzogen werden. Und deswegen gibt es eben in der Posterior Pole Dickenkarte eine Skala, die reicht von 200 bis 550 Mikrometer. Dadurch erreichen wir auch ein etwas differenziertes Bild. Das heißt, dass auf der rechten Seite ist die Posterior Pole Analyse. Wir können hier die Unterschiede noch ein bisschen feiner sehen, weil wir eben eine andere Farbskala benutzen. Und zum anderen kann man sich vorstellen, wenn man ein bisschen bildlich an die Sache herangehen möchte, dass man bei einem gesunden Auge eine Struktur sehen könnte, wenn man etwas Fantasie anwendet, die einem Schmetterlingsflügel gleicht. Und wenn wir diese eine Karte auf die andere Seite spiegeln, dann könnte man sich vorstellen, dass man einen Schmetterling vor sich hat. So, jetzt nochmal zur Auswertung der Asymmetrie. Das hatte ich Ihnen ja auch schon versprochen. Und zwar sehen wir auf der linken Seite einmal die Posterior Pole Karte. Hier ist es eben so, dass wir hier drüben, wie gerade eben erwartet, einen Schmetterlingsflügel suchen. Der fehlt im unteren Bereich schon mal. Genauso wie eine Information, die wir sehr gerne als Donut beschreiben. Gerade dieser Bereich rund um die Fovea, der vor allem durch die prominente Ganglienzellschicht sehr dick angezeigt wird, ist hier nicht ganz so rund, wie wir den gerne hätten. Das heißt, gesund würde für uns heißen, wir haben einen Donut. In diesem Fall haben wir eher so ein Schneckenhäuschen oder ein Croissant. Also fehlt hier hinten so ein kleines Stück und das wäre möglicherweise schon ein Hinweis, dass hier etwas Verlust stattgefunden hat. Wenn man sich nicht nur oder wenn man nicht nur über diese Dickenkarte spekulieren möchte, dann hilft vor allem die Hemisphärenanalyse. Diese funktioniert so, dass wir die betreffenden Felder im unteren Bereich, so wie dieses zum Beispiel, mit dem gleichen betreffenden Feld im oberen Bereich vergleichen würden. Das heißt, wir vergleichen diese beiden beziehungsweise auch die äußersten beiden. Und so kommt es eben, dass wir in der Hemisphärenanalyse schwarze, dunkelgraue Felder bekommen. An den Stellen, wo das betreffende Feld, hier zum Beispiel der Wert 264, mit den 315 verglichen wird. Das heißt, wir haben hier eine sehr große Diskrepanz der Messwerte und dadurch wird eben dieser Bereich schwarz angezeigt. Das können Sie sich ähnlich wie beim Gesichtsfeld vorstellen, wenn ein Messpunkt grau oder schwarz ist, dann ist er signifikant dünner als im betreffenden Bereich in dieser Asymmetrieanalyse. Wir würden Ihnen auch immer empfehlen, die äußeren Quadrate so ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten, weil es in diesen Bereichen sehr häufig dazu kommt, dass die Gefäße sehr asymmetrisch verlaufen. Jetzt ist es natürlich so, dass es auch hier wieder ein Für und Wider gibt. Man sollte jetzt nicht nur auf diese Asymmetriekarte Wert legen, beziehungsweise nicht die Dickenkarte vernachlässigen, denn in der Hemisphärenanalyse könnten wir jetzt hier sagen, dass es mehr oder weniger gleichmäßig verteilt ist. Wenn wir uns aber die Dickenkarte einmal angucken, dann sehen wir doch, dass von unserem hübschen Schmetterlingsflügel nur noch sehr wenig kräftige warme Farben übrig sind. Und die kräftigen warmen Farben sprechen eben für ein dickes Gewebe. Das heißt, in diesem Fall haben wir schon einen fortgeschrittenen Defekt über den ganzen hinteren Augenpolen. Sie haben natürlich auch bei der Posterior Pole Messung die Möglichkeit, eine Progressionsanalyse durchzuführen. Hier ist es ähnlich, wie wenn Sie die Netzhautmessungen vergleichen. Wir haben oben immer die Referenzuntersuchung angezeigt, im unteren Bereich die aktuelle Messung. Und wenn wir dann einmal noch weiter runtergehen, dann sehen wir in der Differenzkarte einen sehr prominenten Defekt. Das heißt, wir können hier sehr schön den Defekt in den Nervenfasern vergleichen, hier unten in diesem Bild. Und das würde eben genau die gleiche Stelle repräsentieren, wie die Stellen, die hier drüben dunkelgrau und schwarz geworden sind, die vorher noch hellgrau waren. Also man würde eben hier sagen, alles, was mehrere Stellen von benachbarten Feldern hat, ist schon eine Auffälligkeit, die man eben beobachten würde, beziehungsweise wo man sehr gut erkennen kann, ob ein Defekt entsteht.
Dann hatte ich Ihnen ja ganz am Anfang schon gesagt, dass wir nicht nur die gesamte Retina segmentieren, sondern auch auf einzelne Strukturen eingehen können. Wir haben jetzt in diesem Beispiel wieder den präsenten Nervenfaserbündeldefekt im inferioren Bereich. Das untere Auge ist hier ganz gesund dargestellt. Wenn wir uns die Nervenfaserschicht separiert angucken, dann haben wir den gleichen Defekt im unteren Bereich. Das linke Auge ist gesund. Und auch bei der Ganglienzellschicht sehen wir das, was wir in der Gesamtretina schon vermutet haben. Das können wir eben hier sehr gut nachprüfen. Diese croissantförmige Darstellung weicht doch schon um einiges ab von der mehr oder weniger donutförmigen Darstellung, die wir uns wünschen würden bei einem gesunden Auge. So, auch wir haben immer wieder was Neues. Und das Neue, was wir jetzt haben, ist die Abweichungskarte für die Posterior Pole Messung. Es war eben immer wieder die Frage beziehungsweise auch das Bestreben von unserer Seite, dass man nicht nur an der Papille Normdaten hat, sondern auch für den hinteren Augenpol Normdaten hat und diese dann mit diese aktuelle Messung beziehungsweise die Messung der Patienten mit gesunden Augen vergleichen kann. Und diese Deviation Map, wie wir es nennen, präsentiert sich so. Wenn wir auf den letzten Reiter klicken in dieser Ansicht nach der Posterior Pole Messung, dann gibt es eben mit der neueren Software die Möglichkeit, diese Abweichungskarte anzuklicken. Und hier ist es so, dass wir unterschiedliche Schichten auswählen können. In diesem Beispiel ist jetzt eben einmal die Nervenfaserschicht ausgewählt. Das sehen Sie hier drüben, können Sie das anklicken. Und Sie sehen auch hier oben immer nochmal die Benennung der Einzelschicht, die gerade ausgewählt ist. Sie sehen auf der linken Seite die dicken Karte, rechts daneben ist immer die Abweichungskarte, also ähnlich wie bei der Glaukomanalyse, die wir vorhin hatten, sehen wir eben farbkodiert, grün, gelb oder rot, in welchem Bereich wir uns bewegen. Und unten haben wir ein Klassifikationsdiagramm, das uns die Aussage über die einzelnen Sektoren im zentralen Bereich gibt. Auf der rechten Seite bleibt dann immer die Gesamtretina stehen, dass Sie immer den Vergleich haben von der Einzelschicht zur gesamten Netzhaut. Jetzt haben Sie vielleicht, wenn Sie aufmerksam geguckt haben, nochmal eine zusätzliche Information gesehen, und zwar die dicken Karte in der Deviation Map. Die sieht jetzt nochmal ein bisschen anders aus, also noch eine dritte dicken Karte. Der Vorteil dieser dicken Karte ist, dass die eine sogenannte perceptually uniform dicken Karte aufweist. Das würde heißen, die Unterschiede in den Farben sind für das Auge so wahrnehmbar, dass man sagt, der Unterschied, den ich erkennen kann, entspricht einem gewissen Zahlenwert. Und hier ist es auch das Gleiche, wie wir es gerade eben hatten. Warme Farben zeigen dicke Bereiche und kalte Farben, blau eben, zeigen dünnere Bereiche. Und man könnte eben hier sehen, wie schön die Nervenfasern bei einem gesunden Patienten verlaufen und wie sehr stark herabgesetzt diese warmen Farben bei einem Defekt, bei einem glaukomatösen Defekt repräsentiert sind. Was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, die Farbkodierung in der Abweichungskarte ist ähnlich oder gleich wie bei der Vergleichsmessung an der Papille. Das heißt, wir haben hier oben in diesem Beispiel sehr viel Grün, vielleicht mal ein bisschen Blau oder Violett. Aber vor allem sehen wir hier bei den defekten Nervenfaserschichtanalysen, dass wir eben einen Bereich haben, der sehr großflächig rot eingefärbt ist. Das würde heißen, wir haben eben schon einen stark herabgesetzten Befund. Gelb ist der grenzwertige Bereich, blau würde immer heißen, wir haben ein bisschen mehr als normal, und das Violette würde eben anzeigen, dass der Bereich schon um einiges erhöht ist. Die violetten und blauen Bereiche werden Sie wahrscheinlich sehr häufig sehen, wenn wir in Arealen messen oder wenn Sie Areale kontrollieren, wo Gefäße verlaufen, weil diese Gefäße eben automatisch mitgemessen werden und dann direkt zu Erhöhungen führen, die eben in den Normwerten mehr oder weniger rausgemittelt sind. Die Klassifikationsdiagramme sind auch hier ähnlich wie bei der Papillenmessung, nur dass die Sektorbereiche fast gleich groß sind. Wir haben auch hier die Farbkodierung, in welchen Bereich sie passen, und in der Mitte den Gesamtwert. Hier ist es so, dass die Nervenfaserschicht immer eine weiße Darstellung zeigt, weil es eben die Nervenfaserschicht im zentralen Bereich oder weil es für die Nervenfaserschicht im zentralen Bereich relativ geringe Messwerte ergibt und diese eben nicht normal verteilt sind. Das heißt, dieser zentrale Bereich ist hauptsächlich optimiert für die Ganglienzellschicht. Und in diesem Bereich funktioniert es eben perfekt, weil es mehr oder weniger komplett den Ganglienzell
Bereich bzw. die Ganglienzellschicht umschließt. Hier sehen wir das noch einmal, wie das, was wir gerade eben schon gesehen haben. Also wir haben eben einmal die Nervenfaserschicht, das sieht man hier drüben, ist die RNFL ausgebildet. Wir sehen hier die RNFL und vor allem sehen Sie es relativ schnell, wenn das Klassifikationsmodell weiß ist, dann handelt es sich meist auch um die RNFL. Bei der Ganglienzellschicht können wir sehr schön sehen, dass gerade in der dicken Karte die dieser Ganglienzell-Donut, den wir gerne hätten, fast perfekt in dieses Muster reinpasst. In diesem Beispiel sehen wir jetzt eben, dass der obere Bereich sehr stark verdünnt ist, der untere Bereich noch relativ prominent ist. Und wir sehen vor allem in der Abweichungskarte sehr schön, dass der Bereich der dicken Karte, der kalte Bereich in der Abweichungskarte automatisch rot angezeigt ist. Das gleiche Spiel auch in der Klassifikation. Wichtig ist hierbei, dass das APS, also dieses anatomische Positionierungssystem, korrekt gesetzt ist, vor allem, dass die Fovea korrekt getroffen wurde. Ich zeige Ihnen das mal ein bisschen vergrößert in diesem Beispiel. Und hier sehen wir eben, wenn ich die zentrale Position, wo ich eigentlich die Fovea getroffen haben hätte sollen, nicht genau durch die Fovea-Senke geht, dann habe ich eben in der Auswertung Probleme bzw. Auffälligkeiten. Das heißt, ein Bereich, wo die Fovea erwartet wird, ist viel dicker, weil wir in diesem Bereich hier arbeiten. Und der linke Bereich, etwas neben der Fovea, ist genau die Fovea-Senke. Und das ist natürlich dünner als das, was das System normalerweise erwartet. Das heißt, hier ist man schon angewiesen darauf, dass das APS, also diese Achspositionierung, beim allerersten Mal sehr korrekt durchgeführt wird. Das soll es erstmal von meiner Seite zur Erklärung gewesen sein. Ich denke, wir werden jetzt gleich sehr viele super interessante Fallbeispiele von Herrn Professor Mardin sehen. Wenn Sie danach immer noch nicht genug kriegen können, dann können Sie unseren Glaukoma-Imaging-Atlas bei uns auf der Business Lounge erwerben oder Sie können sich auch jetzt den QR-Code abscannen. Ansonsten auf der Business Lounge finden Sie alles. Auch dieser Atlas beinhaltet natürlich ein Beispiel von Herrn Professor Mardin. Das sind Beispiele aus der ganzen Welt von Ihren Kollegen. Deswegen ist dieser Atlas auch nur auf Englisch erhältlich. Wenn Sie nicht sofort so viel lesen möchten, dann ist eben hier noch einmal das Glaukoma Toolkit, was der Herr Befort schon angesprochen hat, beziehungsweise auch dieser How-To-Guide. Das heißt, diese beiden Broschüren haben Sie schon in Ihren Unterlagen auf der rechten Seite. Ansonsten kriegen Sie die natürlich bei uns auf der Business Lounge genauso wieder. Dann möchte ich mich erstmal bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie konnten noch das eine oder andere lernen. Vor allem hoffe ich aber, dass es eine gute Vorbereitung war für das, was gleich an spannenden Fallbeispielen vom Herrn Professor Mardin kommt. Vielen Dank. Vielen Dank, Andreas, für deine detaillierten Ausführungen. Vielleicht noch eine ganz kleine Anmerkung in eigener Sache. Viele von Ihnen werden vielleicht die Deviation Maps zum ersten Mal gesehen haben und sich fragen, warum habe ich die dann nicht in meiner Software drin? Warum fehlen die bei mir? Es ist ein einfaches Software-Update, was Sie durchführen müssen. Diese Software können Sie auf der Homepage herunterladen und müssen diese dann sowohl am Gerät als auch an Ihren Arbeitsplätzen installieren. Wenn Sie da Fragen, Probleme haben, können Sie jederzeit einfach an schulungen@heidelbergengineering schreiben. Wir helfen Ihnen da gerne bei. Und last but not least, Andreas, eine Anmerkung. Danke, toller Vortrag. Das möchte ich auch loswerden. Also eine Anmerkung von einem Zuhörer. Und eine Frage gibt es auch. Und zwar besteht ja oft die Frage nach Grenzwerten für Mikro- und Makropapillen. Beim HRT gab es da feste Grenzen, die man sich setzen konnte. Wie sieht es aus bei der BMO-Fläche? Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist auch eine der häufigst gestellten Fragen. Da würde ich natürlich auch sehr gerne den Herrn Professor Mardin gleich nochmal fragen. Die Schwierigkeit ist einfach, dass wir funduskopisch einen anderen Bereich analysieren würden, als wir das in der OCT-Messung machen. Wenn wir in der Glaukomodul Premium Edition Papillen kontrollieren bzw. Bruchmembranöffnungsflächen justieren, dann ist es nicht so, dass wir die Oberfläche an sich analysieren, sondern wir gehen einmal in die Tiefe und da zeigt sich doch sehr stark, dass die Bruchmembranöffnung nicht genau dem funduskopisch sichtbaren Bereich gleicht. Das heißt, wir kriegen sehr oft größere Werte und das würde heißen, wenn Sie einen Bereich haben, wo die Bruchmembranöffnung der funduskopisch sichtbaren Papille entspricht, können wir mehr oder weniger die Messwerte vom HRT nehmen. Aber wenn Sie davon abweichen und in größere Regionen gehen, dann ist es einfach nicht mehr der gleiche Bereich und dann wird es sehr schwierig. Das heißt, kurz gesagt,
Es gibt einige Patienten, wo man sich danach richten kann und es ist sicherlich eine gute Orientierung, aber wir werden sehr häufig einfach größere Bereiche bekommen, die wir sehr schwierig mit den bisherigen Werten vergleichen können. Ja, dann eine weitere Frage. Was machen wir bei einem schrägen Sehnerveneintritt? Genau, also tendenziell ist es tatsächlich so, dass wir genau das Gleiche machen. Bei schrägen Sehnerveneintritten ist es bei einer funduskopisch sichtbaren Papillotatei oder bei einer funduskopischen Betrachtung nicht ganz so einfach, weil wir nicht unbedingt wissen, wie die sich nach unten verändert. Aber wir haben ja den Vorteil der OCT-Messung und in der OCT-Messung können wir zumindest unserer Erfahrung nach trotzdem sehr gut analysieren, wo die Bruchmembran endet. Das kann natürlich immer so ein bisschen schwierig sein, weil das Grenzgewebe, also gerade das L-Schlinggewebe, teilweise sehr prominent ist und man da ein bisschen genauer gucken muss. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Bruchmembranöffnung ein sehr stabiler Wert ist, der auch bei schrägen Sehnerven sehr gut funktioniert. Ja, jetzt hagelt es doch weitere Fragen. Die kommen jetzt sekündlich rein. Wie verfahren wir bei epiretinalen Membranen mit der Korrektur? Wie sehr stören da die Membranen? Die Membranen stören vor allem dann, wenn wir die Posterior Pole Messung als gesamte Retina analysieren. Das heißt, wir haben natürlich eine zusätzliche Dicke, die uns die Posterior Pole Messung mehr oder weniger fast unmöglich macht. Man kann natürlich immer noch gucken, wie die Einzelschichtung funktioniert, beziehungsweise die Nervenfaserschicht oder auch die Ganglienzellschicht einmal gucken. Da würde ich denken, dass es vielleicht nicht ganz so beeinflusst ist, genau. Aber natürlich ist es bei einer Membran, je nachdem, wie stark die zieht, sind die Schichtungen einfach zu dick im Vergleich zu den normalen Patienten. Und da hilft es eigentlich auch nichts, wenn ich mühsam alle 61 Linien nachkorrigiere, weil die Struktur einfach verändert ist. Gut, vielen Dank. Eine weitere Frage, ich denke, die können wir ganz kurz abhandeln. Grenzwerte für die Fläche der BMO. Ich denke, das hatte Herr Kasper schon ganz gut ausgeführt, dass es also keine fixen Grenzen für Mikro- und Makropapillen gibt, nur ein Mittelwert der Normdatenbank von 1,78. Also genau. Da keine festen Grenzen für eine Mikro- und Makropapille. Und dann darf ich jetzt den Ball einmal spielen an Herrn Dr. Jahn von der Firma Allergan. Vielen Dank, Andi, für deinen tollen Vortrag. Und wir fahren fort im Programm. Herr Dr. Jahn, ich passe den Ball zu Ihnen. Ja, vielen Dank, Herr Befort, für die Weitergabe des Mikrofons. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie natürlich auch im Namen von Allergan, eine AbbVie-Company, recht herzlich begrüßen zu dieser Kooperationsveranstaltung mit Heidelberg Engineering. Herzlichen Dank auch an die Kollegen von Heidelberg Engineering, dass ich dabei sein kann. Es war natürlich sehr, sehr interessant, der erste Teil. Also Herr Kasper, da habe ich auch wieder das eine oder andere gelernt. Herzlichen Dank für diesen sehr schönen Vortrag. Jetzt wollen wir zum zweiten Teil kommen. Und dieser Online-Kurs soll ja auch die Diagnostik und die Therapie ein bisschen darstellen. So ein bisschen auch die Praxis darstellen. Und da freue ich mich ganz besonders, dass Herr Professor Martin uns jetzt ja auf eine Reise mitnehmen wird, aber eine interaktive Reise durch die Glaukomdiagnostik. Ja, wie fängt man da an, Herr Professor Martin? Steigen wir ein und begeben wir uns auf die Reise? Dann möchte ich das Mikrofon an Sie weitergeben und ich freue mich auf, wo fahren wir denn hin? Lieber Herr Befort, lieber Herr Dr. Jahn, vielen Dank für die Übergabe des Mikrofons. Das Thema heute ist die Glaukomdiagnostik und die Verlaufsbeobachtung mit der optischen Kohärenztomographie. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, da wir räumlich jetzt alle getrennt sind und das nur über Livecam, über Webcam funktioniert, hoffe ich trotzdem, dass das Ganze relativ spannend wird. Ich habe das versucht, einmal ein bisschen aufzulockern und vor allem hauptsächlich Fallbeispiele zu zeigen, wo jeder von Ihnen sicherlich den ein oder anderen Patienten von sich wieder erkennen wird. Zunächst habe ich den Vortrag so gegliedert, dass wir über Diagnose und Verlauf mit der optischen Kohärenztomographie reden, dann Diagnose mit der OCT, vor allem Tipps und Tricks und zum Schluss noch eine Therapiemöglichkeit der Glaukom mit dem Sandstand als Beispiel für eine minimalinvasive Glaukomchirurgie. Die optische Kohärenztomographie hat den großen Vorteil, dass wir nicht nur die Papille im Aufblick oder das retinale Gewebe im Aufblick betrachten können, sondern wie Superman praktisch durch das Gewebe hindurch gucken können und eine sehr hohe Auflösung des Schichtenaufbaus des Gewebes bekommen in einer Schwarz-Weiß- und Falschfarbendarstellung, die es uns ermöglicht, verschiedene Veränderungen zu sehen,
die eben einer Histologie in der großen Vergrößerung nahe kommt. Die Gewebe, die uns interessieren bei den Glaukomen, die Axone, die Ganglienzellen, Gliazellen und natürlich auch das retinale Pigmentepithel, wir denken an Zone Alpha und Beta, all das können wir uns so wie in der Histologie 1:1 im OCT darstellen. Und wir haben versucht, diesen histologischen Schnitt genauso zu führen wie den in vivo durchgeführten OCT-Schnitt. Und Sie sehen doch ziemliche Ähnlichkeiten in den Strukturen. Und die wesentlichen Strukturen, die für eine Beurteilung der Glaukome notwendig sind, sehen wir eben auch in der Histologie wie auch in der OCT und können das natürlich entsprechend messen. Das Messen ist sehr wichtig, weil der Gesichtszeitausfall im Verlauf der Glaukomerkrankung den Beginn vom Ende markiert, so wie es Herr Glorber definiert hat. Wir müssen 30% Ganglienzellen oder retinale Nervenfasern verlieren, bevor wir in der Perimetrie oder in der sensorischen Testung Ergebnisse bekommen. Schön wäre es, wenn wir den Patienten bereits früher in dem morphologischen Stadium detektieren, also den Verlust der retinalen Nervenfaserschicht, der Ganglienzellschicht, das darstellen können. Und da ist eben die optische Kohärenztomographie eine große Hilfe geworden. Auch ist es wichtig, nicht nur für den Patienten, sondern für die gesamte Gesundheitsökonomie, den Patienten frühzeitig zu detektieren in frühen Stadien und ihn dann zu stabilisieren und zu behandeln, weil natürlich im Verlauf des Fortschreitens der Glaukomerkrankung auch volkswirtschaftlich die Erkrankung einfach deutlich teurer wird. Herr Kasper hat das schon bereits kurz gut dargestellt, auch angedeutet. Für die Leute, die am Anfang noch nicht ganz dabei waren, werde ich es nochmal ganz kurz wiederholen. Wie zeigt die optische Kohärenztomographie die anatomischen Messungen? Wir messen, wenn wir uns den Fundus eines Patienten anschauen, einmal im Bereich der Papille die minimale Randsaumweite, dann kreisförmiger Scan um die Papille und die retinale Nervenfaserschichtdicke zu messen und letztendlich wird ein Fenster, ein Kubus in den Makulabereich gelegt, um dort Ganglienzellschicht, innere plexiforme Schicht entsprechend in der Dicke zu messen. Das Dia wiederhole ich nochmal von Herrn Kasper, weil es eben sehr schön darstellt, was eigentlich unser OCT und vor allem das Glaukom-Premium-Modul wirklich misst. Wir haben die segmentierte innere Limitanzmembran und wir haben segmentiert die Endigung der Bruch'schen Membranöffnung. Und der kürzeste Weg zur Oberfläche von der Endigung der Bruch'schen Membran ist dann eine Randsaumdickenmessung, die deutlich besser ist, als so wie wir es früher durchgeführt haben, wir einfach den Randsaum in der Horizontalen ausgemessen haben. Das wurde bereits in Arbeiten gezeigt, dass das sehr empfindlich ist für die Glaukomdetektion. Diese Werte werden mit der Normalpopulation verglichen, so wie es halt Kasper vorhin eben auch gezeigt hat. Und der zweite Wert ist eben die retinale Nervenfaserschichtdicke um die Papille herum mit drei verschiedenen Messkreisen im Glaukom-Premium-Modul. Normalerweise nimmt man den 3,5 mm durchmessenden Messkreis, erhält dann eben ein Schichtdickenprofil im B-Bild, was dann entsprechend in der Dicke gemessen wird kontinuierlich und dann mit der Normpopulation verglichen. Und die Makula wird eben, wie auch vorhin gezeigt, in der Schichtdicke gemessen, sodass wir uns die interessanten Schichten, vor allem die retinale Ganglienzellschicht, zentral herauspicken können, um in der dicken Karte zu schauen, ob hier bereits frühe Veränderungen oder späte Veränderungen sind. Diese drei Variablen nehmen wir zusammen, um Glaukom oder auch andere Erkrankungen entsprechend am hinteren Pol zu beurteilen. Deshalb ist das ein ganzheitlicher Ansatz. Eine Messung würde mir nie genügen. Ich würde immer gerne wissen, was sagen auch die anderen Messungen. Und wenn wir eine alte Arbeit von 2010 uns betrachten, wo Papillenfotos von Experten in Europa beurteilt worden sind, Stereopapillenfotos, ob hier normal oder glaukomatöse Befunde waren, dann sehen Sie, dass sie in der Empfindlichkeit des Glaukoms zu detektieren doch eine deutliche Streuung bei unseren Experten war. Und damals die Geräte, die zum Vergleich herangezogen wurden, das damalige GDX für die Nervenfaserschichtdickenmessung und das HRT mit der multivariaten Formel von Batia, in der Regel besser abschnitten als die meisten Experten. Das heißt, die Maschine kann sehr hilfreich sein. Wenn ich das jetzt überlage mit den aktuellen Werten, die wir vom OCT haben,
Da sehen wir, dass die OCT-Nervenfaserschichtmessung auch sehr weit vorne ist in der Empfindlichkeit, ein Glaukom zu detektieren. Wenn ich hier oben in der Ecke bin, erkenne ich alle Gesunde als gesund und alle Kranke als krank. Soweit sind wir noch nicht mit den Geräten, aber sehr nah dran. Hier sehen Sie die Performance der Ganglienzellschichtdicke und hier die Performance der minimalen Randsaum, Weite der neuritinalen Randsaumgewebeschicht. Wie sehen nun in der optischen Kohärenztomographie die glaukomatösen Veränderungen eigentlich aus? Wenn wir hier auf der linken Seite einen normalen Patienten haben im Bereich der Papille und hier einen Glaukompatienten, da wird jedem von Ihnen auffallen, dass die innere retinale Nervenfaserschicht, die hier in den Randsaum übergeht, deutlich dicker beim normalen ist als bei dem Glaukompatienten, der deutlich an Schichtdicke verliert. Und das gilt auch für die darunterliegenden Ganglienzellschichtdicke. Und wenn wir uns das Ganze nochmal in der Makula betrachten und uns die Ganglienzellschicht beim Normalen anschauen und das mit einem Patienten vergleichen, so fällt auch hier, wenn auch nicht so ganz krass auf wie bei der Nervenfaserschicht, dass hier auch eine Verdünnung stattfindet und wir praktisch diese Zellpopulation in der Makula, die die Axone eben zum Ganglien Geniculatum schickt und das Soma darstellt, der Axone, die kaputt gehen. Wenn das Soma kaputt geht, muss auch das Axon kaputt gehen oder umgekehrt, wenn das Axon im Bereich der Papille geschädigt wird bei den Glaukomen, da muss irgendwann auch die Ganglienzellschicht untergehen. Und das können wir eben in der schichtigen Messung auch im OCT hoch aufgelöst darstellen. Wie wirkt sich jetzt der barotraumatische Schaden auf die Nervenfaserschicht bei Glaukomen aus? Wir wissen, dass wir diese wunderschöne radiäre Anordnung haben, um die Papille herum eine ganz strikte Struktur mit einer Raphe, die oberes und unteres Halbfeld teilt, der retinalen Nervenfasern. Die Lamina cibrosa, eine kollagensiebartige Struktur, ist ein Stützgewebe, wo die Axonbünde durchgehen. Natürlich, wenn ein Druck auf die Papille ausgeübt wird, Sie sehen hier den histologischen Schnitt einer Normalpapille, dann kommt es dazu, dass in dem Bereich der Lamina cibrosa die Axone druckbelastet abgeschert werden und eine Druckatrophie erleiden, sodass im Endeffekt die Lamina cibrosa irgendwann zusammensintert und der Sehnerv sich dann auch retrolaminar deutlich verdünnt. Die Schädigungsmuster bei den Glaukomen sind relativ typisch. Es sind Axonbündel betroffen, die vor allem temporal oben und temporal unten laufen, an den Stellen, die meistens relativ weit vom Gefäßstamm entfernt sind. Und wenn wir uns das Ganze nochmal hier in dem elektronenmikroskopischen Bild der Lamina cibrosa anschauen, dann sind das genau diese Bereiche, die sehr empfindlich sind für den Verlust von Axonbündeln. Und das sehen wir oftmals auch in der nervenfaserschichtigen Kartierung nach Galway-Heath, dass die ersten gelben und roten Sektoren eben temporal oben und temporal unten sind. Der Hintergrund ist, dass wir zwei verschiedene Ganglienzellsysteme haben, das parvozelluläre System und das magnozelluläre System. Und diese Ganglienzellen schicken eben ihre Axone in die Lamina cibrosa zurück. Im zentralen 2,0 mm Kreis zentral befinden sich vor allem die parvozellulären Ganglienzellen und außen herum dann die magnozellulären Strukturen. Und wenn wir dann sehen, wohin die Axone münden, dann sehen wir, dass in den typischen Bereichen temporal oben, temporal unten vor allem die magnozellulären Bahnen entsprechend betroffen sind. Ähnliches können wir auch bei dem Morbus Parkinson erkennen. Anders ist es bei Multipler Sklerose oder Alzheimer, wo vor allem die zentralen Ganglienzellen untergehen, wie wir gleich noch sehen werden. Ich habe jetzt meinen OCT-Ausdruck, ich habe alle meine drei Messungen gemacht, den Randsaum gemessen, die Nervenfaserschicht gemessen, die Ganglienzellschicht gemessen. Wie gehe ich nun an so einen Ausdruck zeitökonomisch ran? Und hier muss ich sagen, ist das unsere Erfahrung hier in Erlangen und auch meine persönliche Meinung, die ich hier weitergebe. Ich schaue auf meinen empfindlichsten Parameter, das ist zunächst die retinale Nervenfaserschicht, ob hier ein glaukomtypischer Ausfall, wie hier dargestellt, ist, mir auffällt. Der zweite Blick gilt dann der minimalen Randsaumweite, mein Messwert für den neuretinalen Randsaum der Papille und schaue im Vergleich zur Normpopulation in den Galway-Heath-Sektoren, gibt es hier Auffälligkeiten in der Farbgebung. Ich schaue mir vor allem auch das B-Bild an und auch meine Segmentierung, ob hier irgendwo mein Patient in einen pathologischen Bereich gerät.
Auch schaue ich mir das Infrarotbild an, weil ich hier natürlich sehr schön den neuretinalen Randsaum als dunklen Kreis sehe, kontrastierend zur Lamina cribrosa, die sich hell darstellt, wo ich den neuretinalen Randsaum nach Jonas in der ISNT-Regel auch ganz gut abschätzen kann. Mein letzter Blick gilt dann den Ganglienzellen, der Ganglienzellschichtige hier auf der posteriorischen Polkarte, um zu schauen, ob hier auch Auffälligkeiten in der Verteilung sind. Die Ganglienzellschicht ist für mich vor allem, wenn ich mit BMO, MRW und RNF nicht ganz einig bin, ein ganz guter Schiedsrichter, um zu entscheiden, ob hier ein pathologischer Befund vorliegt oder nicht. Da werden wir noch genug Beispiele sehen. Und natürlich wichtig ist die Asymmetrie zwischen dem rechten und linken Auge, weil viele Arbeiten gezeigt haben, dass eine Asymmetrie ein deutlicher Hinweis ist, dass eine Seite schon früh geschädigt ist. Also immer noch der Vergleich zwischen rechts und links. So würde ich eben an so einen Ausdruck dann rangehen. Das kann man üben, da kriegt man einen Blick dafür und dann erkennt man relativ rasch, was natürlich nicht in Ordnung ist. Natürlich, und da bin ich relativ altmodisch, nachdem ich auf die Papille geguckt habe. Deshalb ist es wichtig, das ganze Bild zu betrachten. So schön die optische Kohärenztomographie-Technik ist, ich muss beim Patienten alle Indizien nehmen, die für oder gegen ein Glaukom sprechen. Und bei der Morphologie und Morphometrie heißt das für mich immer zuerst bei weiter Pupille die Papillenbetrachtung. Wir sehen hier bei diesem Patienten, 52 Jahre mit einem offenen Glaukom, temporal unten eine relativ breite Kerbe mit Beginn der Pseudogrubenbildung. Und hier erkennen Sie die retinalen Nervenfaserschichtigen Verlust. Wenn ich mir den Patienten in der minimalen Randsaum weiter anschaue, dann sehe ich, dass hier schon ziemlich viele Gaue-Hilfssektoren auffällig sind, muss aber berücksichtigen, dass die Papille relativ groß ist von der BMO-Öffnung und hier naturgemäß der Randsaum etwas flacher und dünner ausfällt als bei etwas kleineren Papillen. Hier haben wir auch zeigen können in einer Arbeit in IOS, dass hier die retinale Nervenfaserschicht, die bei den großen Papillen eher die Wirklichkeit wiedergibt. Und hier sehen wir ganz klar unseren ausgefallenen Sektor, der diese Papille in der RNF pathologisch werden lässt. In der Posterior-Pole-Analyse sehen wir, dass kongruent zu dem fokalen Defekt der Nervenfasern die versorgenden Ganglienzellen atrophiert sind, sodass sich die Schichtdicke hier deutlich verändert hat. Das sehen wir noch auffälliger in der Deviation Map, in der Abweichungskarte von der Normpopulation. Das ganze große rote Feld zeigt uns an, dass hier eben die Ganglienzellschicht deutlich atrophiert ist. Hier nochmal die von Herrn Kasper angesprochenen Sektoren, wo wir eben nochmal die Messwerte uns betrachten können. Ich schaue mir immer die Weiß-auf-Weiß-Perimetrie an, ob ich dann auch einen korrespondierenden Defekt im oberen Halbfeld finde. Und das ist bei diesen Patienten auch der Fall. Dieser auch zentral nahe Defekt in der Perimetrie zeigt eben, dass der Patient so viel Ganglienzellen Axone verloren hat, dass er bereits perimetrische Ausfälle hat. Wenn ich das Ganze nochmal etwas zur Deckung bringen möchte, Ganglienzellschichtausfall und Gesichtsfeld, dann weiß ich natürlich, dass mein Gesichtsfeldausfall immer spiegelverkehrt zum morphologischen Befund ist. Und das wird erleichtert durch den sogenannten Hood-Report in dieser 10-Grad-Aufnahme des Gesichtsfeldes, wo eben die Gesichtsfeldpunkte nochmal überlagert werden mit einem umgedrehten Ganglienzellschichtigen Bild, sodass hier der Ausfall dann genau nachzuvollziehen ist, wo im Gesichtsfeld ich meinen Ausfall zu suchen habe. Und das entspricht sehr schön hier dem Ausfall in unserem Patientenbeispiel. Also es ist immer wichtig, bei aller schöner Technik das ganzheitliche Bild zu betrachten. Kommen wir zum Glaukom-Progression. Es ist nicht nur hilfreich, einen Helfer zu haben in der Glaukom-Diagnosestellung, basierend auf Messwerten, also mehr Evidenz als Eminenz, nicht nur der Verdacht, sondern Messwerte zählen, auch um eine Therapie eventuell etwas zu intensivieren. Aber auch die Glaukomprogression, da sind diese Geräte eine große Hilfe, weil ich eben noch besser fast als auf Papillenaufnahmen signifikant sehen kann, wo Gewebe über die Zeit verschwindet. Mit der optischen Kohärenztomographie haben wir bereits gelernt, dass wir bei Gesunden bereits eine dicke Abnahme der mittleren retinalen Nervenfaserschichtdicke haben. Und wenn wir diese Regressionsgrade vergleichen mit Patienten, die wir für stabil gehalten haben von Gesichtsfeld, Augendruck, Papillenbefund, so mussten wir doch schmerzhaft lernen, dass diese Patienten einfach auch Nervenfaserschicht verlieren, und zwar mehr als die normalen im Altersverlust. Das sah dann so aus, dass wir im Mittel minus 0,6 bei den normalen haben, doppelt so viel bei den vermeintlich stabilen
Und natürlich bei den Patienten ist die Gerade wesentlich steiler, ganz abhängig von der Einstellungsgüte und vom Druckverlauf. Hier ein Beispiel eines Patienten 2008/13. Dem geneigten Betrachter fällt natürlich sofort auf, dass der arme Patient eine Papillenrandblutung bei 5 bis 4 Uhr hatte. Und dann entsteht dann spät nach 5 Jahren in diesem Bereich auch die Kerbe Stadium 2 nach Jonas. Und das Ganze können wir uns in einer Eventanalyse anschauen. Die Eventanalyse hat den großen Charme, dass ich über die Zeit meine Änderung in Rot ortslokalisiert mir ortsbezogen betrachten kann und mir genau den Ort rausblicken kann, wo bei diesem Patient sich was ändert. Das ist der große Vorteil bei der Eventanalyse, ist etwas aufwendig, weil man sich die ganzen Ausdrücke eben entsprechend aufrufen muss, aber man sieht genau, an welcher anatomischen Stelle der Patient sich verschlechtert. Die Alternative ist natürlich die Trendanalyse, die auch Herr Kasper gezeigt hat. Sie ist vor allem in der Übersicht eine große Hilfe. Man kann sich das gesamtheitlich anschauen oder in den jeweiligen Sektoren der Papille. Auch ein sehr großer Vorteil, weil sich nicht immer gesamtheitlich was ändert. Und wir können hier eben beurteilen, dass bei unserem Patienten gesamtheitlich die Nervenfaserschicht signifikant auf einem Niveau unter 5% mit einer Rate von ungefähr 1,4 µ pro Jahr verschlechtert hat. Wenn wir uns an die Zahlen vorhin nochmal erinnern, 0,6 minus war nur bei normalen, 1,2 knapp bei stabilen, und damit ist der Patient einfach in dem Bereich, wo er nicht mehr als stabil betrachtet werden kann. Auch die Streuung in den Messwerten, das hängt auch ab von der Güte der Aufnahmen etc., wird ein bisschen hier normalisiert mit der Regressionsgrade, statistisch praktisch einmal drüber gebügelt, und dann kriegen wir eine ganz gute Aussage, ob der Patient sich hier signifikant verschlechtert. Muss ich ihn jetzt operieren? Muss ich ihn nicht operieren? Das ist die meistgestellte Frage bei uns. Hier ein Beispiel, das ganz eindeutig zeigt, wie all die Werte zusammenspielen. 2014 dieser Patient mit einem offenen Glaukom, 2016 und 17 im Verlauf. An dem neuretinalen Randsaum sehe ich am Papillenbild nicht viel. Das Einzige, was mir auffällt, ist, dass der kleine fokale Defekt hier, wenn ich hoffe, Sie sehen es auf Ihrem Bildschirm, etwas breiter wird. Da muss man genau hinschauen. Die Perimetrie, Weiß-auf-Weiß-Perimetrie, die wir immer mitführen, zeigt 2014 noch ein normales Gesicht, 2016 dann den typischen nasalen Sprung im oberen Halbfeld, passend zu unserem Nervenfaserdefekt bei 7 Uhr. Aber 2017 wiederum fällt dieser Defekt etwas geringer aus. Auch die MD ist geringer, weil aufgrund der Mitarbeit des Patienten natürlich bei sensorischen Testen Schwankungen entstehen können. Jetzt gucken wir uns das Ganze an mit der Progression. Wie steht es mit der retinalen Nervenfaserschicht? Das war noch der klassische Kreisscan, den wir eben schon sehr lange anwenden. Deshalb im Verlauf hier nochmal dargestellt. Wir sehen hier im Infrarotbild sehr schön den fokalen Defekt der retinalen Nervenfaserschicht. Im B-Bild entdecken wir ihn hier. Und wir sehen bereits im Verlauf, dass der Patient bereits relativ früh an Nervenfaserschicht verliert, wenn man sich gezielt die Betrachtung im temporal unteren Sektor anschaut und dann immer weiter eben Nervenfaserschichtdicke verliert in diesem Bereich, den wir bereits im Foto als verdächtig hielten. Wenn wir das nochmal mit dem Glaukoma-Modul anschauen, mit den 3 Messkreisen, daran kann man es erkennen, von 14 auf 17, auch da ist bereits eine Änderung zu sehen, nicht in der Gesamtbetrachtung, aber deutlich in der sektoriellen Betrachtung, wo eben der Verdacht auf einen Verlust bestand. Der Patient ist von der 95 in die jenseits der 99%-Perzentile hier gesprungen. Man kann sich das auch nochmal in diesem kurzen Filmchen anschauen. Erstes und letzte Aufnahme. Wir sehen hier im Infrarotbild, wie der kleine Ausfall etwas größer wird und vor allem im B-Bild, wie hier die dazugehörende Nervenfaserschicht sich deutlich im Verlauf verdünnt. Ganz klare Indizien für eine Progression, ein ganz klares Signal zum Handeln. Wenn wir uns das mit der BMO-MRW anschauen, haben wir das gleiche Erlebnis. Gesamtheitlich in der Regressionsanalyse, in der Trendanalyse wenig Änderung, aber im typischen Sektor sehen wir hier eine Verdünnung des Randsaums, die ich an den Papillenfotos so nicht gesehen habe. Das muss ich ganz klar zugeben, und wir machen das schon viele Jahrzehnte hier in Erlangen, aber
hier sieht man eben, dass ein Messwert für die Diagnose sehr bedeutsam ist, vor allem eben für die Progressionsbeurteilung. Auch hier gucken wir uns diesen jeweiligen Sektor an, erstes und letztes Bild, und wir sehen, wie sich hier der Randsaum langsam verdünnt und so kleine Hohlräume in der neuritinalen Randsaumschicht bilden, die eben anzeigen, dass das Gewebe hier nicht mehr ganz gesund ist. Das gleiche Phänomen kennen wir auch von der retinalen Nervenfaserschicht. Posterior Pole in der ganglien Zellschichtdarstellung zeigt erstmal von 14 auf 19 keine großartige Änderung. Und jetzt nehmen wir uns die Deviation Maps, die Abweichungskarten her, 2014. Wir springen auf 2016, dann sehen wir hier, wie ein Bereich von Ganglienzellen sich bei diesen Patienten verdünnt und wie hier in der Nervenfaserschichtdicke eine Abnahme streifenförmig erscheint, genau da, wo wir es im Bild auch gesehen haben. 2017 sehen wir, wie der Streifen in der Nervenfaserschicht länger wird und sich hier der Ausfall der Ganglienzellen in der Fläche etwas verdichtet und vergrößert. 2019 dann sehen wir, ist die Fläche in den Ganglienzellschicht größer geworden und der Ausfall reicht jetzt fast in unser ausgefallenes Ganglienzellschichtgebiet. Man sieht hier sehr schön die anatomische Beziehung zwischen Ganglienzellen, den Somata der Axone und der Axon, des Axonverlust, Axonbündelverlust und gleich einhergehender Atrophie. Das ist sehr eindrucksvoll und die Deviation Maps, die ja noch nicht lange vorhanden sind, habe ich sehr ins Herz geschlossen. Das war einfach im ersten Teil zu zeigen, wie kann ich Glaukomveränderungen und Progression anhand des Glaukoma-Moduls mit meinem OCT sehen. Im Weiteren kommen wir zu etwas fortgeschrittenen Stadium, Tipps und Tricks für die Aufnahme und auch Beurteilung. Zunächst wollen wir über die Aufnahmetechnik reden. Nur ein paar Sachen, das können die klinischen Trainer von Heidelberg Engineering wesentlich besser darlegen. Ich möchte nur anhand von Beispielen ein paar Dinge aufgreifen. Natürlich ist es nur ein Bild, aber es geht hier um Bildgebung und ein Bild kann alles verändern, wie Sie hier gerade sehen. Und deshalb ist es wichtig, diese Bilder auch korrekt aufzunehmen und zu interpretieren. Hier zum Beispiel sehen wir einen Patienten, der im äußeren Messring hier anfängt, verdächtig zu werden. Wir sehen hier in der Grafik, dass in dem Bereich sogar die Schichtdicke der Nervenfaserschicht in jenseits der 99% Perzentile rutscht. Gucken wir aber ins B-Bild auf die Segmentierung, das sollte man immer tun, um einfach zu beurteilen, dass der Computer richtige Arbeit gemacht hat. Und das, meine ich, unterscheidet auch Heidelberg Engineering von vielen anderen Herstellern. Hier habe ich absolute Kontrolle über das, was das Gerät misst und ich kann entsprechend korrigieren. Das kostet manchmal Zeit, ist aber wesentlich präziser. Und wir sehen hier, die Segmentierung ist nicht richtig erfolgt und deshalb ist die Nervenfaserschicht zu dünn geraten. Darauf muss man aufpassen. Hier haben wir einen wahrscheinlich kurzsichtigen Patienten, wo am Fundus es auf und ab geht wie eine Achterbahn. Und wir sehen hier, dass der Untersucher den Tubus etwas zu nah an die Hornhaut geführt hat. Und wir haben hier die Nervenfaserschiene an der Oberfläche, an der ILM abgeschnitten. Und deshalb gerät sie auch hier zu kurz. Das ist mein Clipping-Artefakt. Und hier muss man natürlich die Aufnahme wiederholen, weil mir hier eine weitere Änderung der Segmentierung im Bild nichts bringt. Und da muss man einfach nochmal mit seinen technischen Assistenten reden und sie natürlich gut trainieren lassen. Ein ganz interessantes Beispiel, Artefakte, Bildaufnahme zu unterdrücken, Bildaufnahme zu verbessern, ist diese Arbeit aus Experimental Ophthalmology von 2017. Die haben gezeigt, dass man bei Keratokonus-Patienten mit Aufsätzen eine ganz normalen Iridotomie-Linse, die für die Iridotomie, für die Jagdkapselotomie, Entschuldigung, verwende. Wenn ich die aufsetze bei einem Keratokonus-Patienten, kann ich eine deutliche Verbesserung der Bildqualität erreichen. Hier aus dieser Arbeit sehen Sie ohne Optik das völlig verzerrte und unscharfe Bild und nach Aufsetzen des Jagdkapselotomie-Glases der Simons-Linse sehen wir eine deutlich bessere Bildqualität und dann gelingt natürlich auch die Segmentierung viel besser. Hier ist ein Beispiel von meinem Freund Abos Dolov aus Holland, der immer sehr schöne Beispiele schickt.
zur Benutzung und Betrachtung. Wir sehen hier einen Patienten mit sehr trockenem Auge. Wir sehen hier den pathologischen Tränenfilm, die Bläschen, unscharfes Bild, keine schöne Segmentierung. Der Patient gerät hier in der Segmentierung sogar als pathologisch, temporal oben. Herr Bostolow benutzt die Linse entsprechend, die Diakapsulotomie-Linse, und Sie sehen eine deutlich bessere Bildqualität im Infrarot, im B-Bild, und auch die Segmentierung der Nervenfaserschicht gelingt hier besser. Und wir sehen, dass der Patient praktisch nicht nur temporal oben ein Problem hat, sondern eben auch wahrscheinlich temporal unten. Und die Aufnahme ist viel vertrauenswürdiger. Also das ist ein ganz guter Tipp bei unregelmäßigen Hornhautoberflächen, trockenen Augen, so ein Glas aufzusetzen. Aber es kostet einen zweiten Mann, weil einer muss das Glas halten, der andere muss die Aufnahme machen. Also das ist nicht ganz unkompliziert. Hier haben wir einen Patienten, der augenscheinlich im Infrarotbild temporal oben wie temporal unten Defekt in der retinalen Nervenfaserschicht hat. Hier, hier und wahrscheinlich auch hier. Also deutlich zu sehen, ganz klar. Ich gehe auf meine Gaue-Hilf-Darstellung. Hoppla, was ist hier los? Alle Sektoren in grün, wenn teilweise auch dicht am Normbereich, am unteren Rand des Normbereichs, aber alle Sektoren erstmal in grün dargestellt. Und wir gucken uns die Segmentierung an, und bei der Segmentierung fällt uns auf, hier zu dünn, da zu dünn, und in der Grafik im Vergleich zur Normpopulation hier 99 Perzentile und hier 99% Perzentile überschritten. Warum zeigt mir diese Grafik das nicht an? Der Grund ist, dass diese Ausfälle dummerweise genau im Übergang von einem Sektor zum anderen liegen und deshalb statistisch im Mittel des Sektors nicht auffallen. Deshalb ist ein kurzer Blick auf die Farbdarstellung manchmal täuschend, wenn man sich nicht das B-Bild anschaut oder das anschaut, was das Gerät wirklich gemessen hat. Da kann man so einem Bild mal aufsetzen, und dieser Patient ist alles andere als normal. Er ist schon bereits glaukomatös geschädigt. Und dieses Phänomen wurde mal in der Literatur Green Disease genannt, und das ist die Publikation von Herrn Seidel dazu von 2016. Der verschiedene Umstände in seiner Arbeit beschreibt, dass eben das Gerät grüne Sektoren anzeigt, obwohl ein pathologischer Befund vorliegt. Deshalb mit der Heidelberg-Maschine haben Sie die Möglichkeiten, sich die B-Bilder nochmal anzuschauen und auch zu korrigieren. Und das ist es immer wert, bevor ich ein Urteil über den Patienten fälle. Auch die Zentrierung des Messkreises der retinalen Nervenfaserschicht spielt eine Rolle. Den alten Messkreis haben wir einfach auf die Papillenmitte, so gut es ging, zentriert. Und hier haben wir den gleichen Patienten nochmal aufgenommen mit dem BMO-zentrierten Messkreis, der dann hier deutlich mehr nach temporal rutscht. Und dementsprechend verschieben sich natürlich auch die Maxima unseres Patienten, und dementsprechend können natürlich auch die Beurteilungen mit der Normpopulation unterschiedlich ausfallen. Wir sehen hier den 3,5 mm Durchmesserkreis und hier den 4,7 mm messenden Kreis mit dem Glaucoma Premium Modul. Und man muss sagen, da dieser Kreis auf die Bruch'sche Membran zentriert ist, und wenn wir dann gerade schräge Papillen haben, die sehr weit schräg nach temporal flach auslaufen, kann es passieren, dass dieser Kreis sehr abstrus von dem abweicht, was wir als Papillenzentrum beurteilen würden. Und das, denke ich, muss man mit der Technik so hinnehmen, weil einfach die Bruch'sche Membranöffnung der Bereich ist, wo eben die Nervenfasern austreten. Das ist aber, muss ich sagen, sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man jahrzehntelang Fotos betrachtet hat. Also, es ist wichtig, zunächst die bestmögliche Bildqualität zu erzielen. Der Patient muss richtig und bequem sitzen. Ein Tracking jeglicher Art ist sehr nützlich, um eine bessere Bildqualität und Verlaufsbeobachtung zu erhalten. Das Okular sollte einen optimalen Abstand haben für die bestmögliche Auflösung, aber Clipping vermeiden. Tränenfilm, Augenoberfläche spielt eine große Rolle in der Qualität. Entweder Tränersatztropfen nehmen, Kontaktlinse mit Kontaktlinse untersuchen oder eben so eine Jagdkapsulotomie-Linse aufsetzen nach Simons. Die Fixierung sollte erleichtert werden. Gerade einäugige Patienten, tun sich sehr schwer mit der Fixierung. Und hier sollte man Tricks der externen Fixierung bereithalten, um ein gutes Bild zu bekommen. Die Ausleuchtung, Fokussierung ist ganz wichtig für die Bildqualität. Die richtige Scan-Position ist natürlich wichtig, wie wir es gerade beim Nervenfaserschichtkreis gesehen haben.
Refraktion, Astigmatismus haben einen großen Einfluss auf die Bildqualität. Auch das sollte bestmöglich ausgeglichen werden. Und vor allem die Segmentierung der B-Bilder sollte nochmal kontrolliert werden, ob die Maschine das alles richtig gemacht hat, um dann zu einer klinischen Beurteilung zu kommen. Kommen wir zu verschiedenen Artefakten, die ich einmal eingeteilt habe in Glaukom-assoziiert und einmal in nicht-Glaukom-assoziiert. Beginnen wir mit den Glaukom-assoziierten Artefakten. Es ist eine interessante Entdeckung, dass Patienten, die gerade parazentrale Ausfälle der Nervenfaserschicht haben und Ganglienzellen haben, eine Aufweitung, eine zystoide Aufweitung der inneren nukleären Schicht zeigen, sodass in der Gesamtdicke die Netzhaut nicht dünner wird, weil die innere nukleäre Schicht die Verdünnung der Ganglienzellen darüber ausgleichen kann. Wenn wir segmental uns die Sache betrachten, wie bei diesem Patienten mit der deutlichen Kerbe, dann sehen wir hier den deutlichen Nervenfaserschichtausfall. Wir sehen hier, dass entsprechend die Ganglienzellschicht sich verdünnt hat. Aber wir sehen eine Verdickung der inneren nukleären Schicht aufgrund der zystoiden Veränderung. Diese Veränderung ist nicht glaukomtypisch. Die kommt bei mehreren auch degenerativen Formen der Atrophie der Makula und auch des Sehnerven vor. Ist ein ganz interessantes Phänomen, vor allem auch bei der Multiple Sklerose nicht selten zu sehen, wo auch vor allem in der Ganglienzellschicht die größten Ausfälle mit dem OCT festzustellen sind. Aber es kommt hier eben zu einer artifiziellen Verdickung der gesamten Netzhaut oder eben fehlenden Änderungen, die ich erwarten würde. Wenn ich das Ganze aber mit meiner Deviation Map ansehe, dann sehe ich, welch ausgeprägter Ganglienzellverlust dahinter steckt und dass auch nicht nur praktisch im unteren Halbfeld, sondern auch im oberen Halbfeld der Patient eine deutliche Schädigung seiner Ganglienzellen ausweist, einhergehend mit der Aufweitung der inneren nukleären Schicht. Anders ein Patient, der bereits einen sehr fortgeschrittenen Befund zeigt. Mit 81 Jahren, lange Glaukom-Vorgeschichte von 2009 auf 14, sehen Sie die Papillenfotos. Wir sehen hier bei der weit fortgeschrittenen Atrophie keine großen Änderungen mehr im Verlauf. Im Posterior Pole sehen wir auch keine großen Änderungen. Sie sehen auch, der Patient hat einige Schwierigkeiten mit der Fixation. Und wenn wir uns die Nervenfaserschichtdicke, die mittlere im Verlauf anschauen, dann sehen wir, dass wir deutlich unter 50 μ mittlere Nervenfaserschichtdicke sind und eigentlich stabil. Ist nun der Patient wirklich stabil? Das ist die Frage. Wenn wir uns das im HRT anschauen, was wir immer noch bei Patienten, die es haben, mitführen, sehen wir, dass Rim Area deutlich weiter runtergeht und das kontrastiert mit der Stabilität in der retinalen Nervenfaserschicht. Ziehen wir uns das Gesichtsfeld heran, sehen wir, dass der Patient auch deutlich an Gesichtsfeld weiter verloren hat. Das heißt, der Patient hat sich signifikant in seinem Verlauf verschlechtert, nicht detektierbar durch die Nervenfaserschicht. Gucken wir uns die anderen Variablen an. Posterior Pole habe ich kaum mehr Gewebe, was ich beurteilen kann in der Ganglienzellschichtdicke. In der Deviation Map habe ich eine ganz große Fläche, wo bereits Ganglienzellen verloren gegangen sind, wie auch Nervenfaserschichtdicke. Auch BMO, MRW ist sehr, sehr dünn geworden und die Schichtdicken sind so dünn, dass ich auch hier eine Progression nicht mehr feststellen kann. Es gibt neuere Arbeiten, die Hoffnung geben, dass man in diesem fortgeschrittenen Stadium mit der OCTA wahrscheinlich mehr Änderungen sieht. Aber das muss sich erst noch auch bei anderen Arbeitsgruppen bewahrheiten. Wir haben also hier einen ganz klaren sogenannten Boden- oder Flooring-Effekt. Und das muss man bei fortgeschrittenen Glaukomen mit dem Struktur-OCT betrachten und beachten, weil man ansonsten sich in falscher Sicherheit wiegt. Hier muss man wie zum Beispiel HRT oder Gesichtszeit heranziehen, um den Verlauf richtig gut zu beurteilen. Und jetzt könnte man auf den Gedanken kommen, dass man auch stadiengerecht den Patienten untersuchen kann. Ich muss ihn vielleicht nicht durch die ganze Maschinerie alle Vierteljahr oder halbe Jahre durchführen, weil wenn ich hier das Verhältnis betrachte von Mean Deviation, also mittlerer Defekttiefe in dem Gesichtsfeld, rechts gut, nach links verschlechternd und die retinale Nervenfaserschicht oben dick, nach unten verdünnet und das Ganze in ein Streudiagramm setze, dann sehe ich, dass ich ab einem Mean-Defekt, bei uns ist es so 3,0 Dezibel, beginnend perimetrisch werde, also perimetrische Ausfälle habe. Das ist der Bereich so um 80 μ, wo mit der Schichtdicke, wo die Patienten anfangen, Gesichtsfeldausfälle zu bekommen. Das geht ganz gut einher bis zu einer Schichtdicke von 50 μ, wo
wo dann eben dann das Gesichtsfeld sich weiter verschlechtert, aber unsere mittlere Nervenwasserschichtdicke keine Änderung, also diesen Bodeneffekt zeigt. Und so wäre hier der Vorschlag, praktisch in verschiedenen Bereichen verschiedene Methoden anzuwenden. Bei sehr frühen Glaukomen ist immer noch das empfindlichste in der retinalen Nervenfaserschicht in meinen Augen. Bei weit fortgeschrittenen Glaukomen kann das HRT, OCTR, Gesichtsfeld, das Foto helfen eventuell. Und im mittleren Bereich, da kann ich wirklich voll ausfahren, Gesichtsfeld, die optische Kohärenztomographie, meinetwegen BMU, MRW, Ganglienzellen, RNF und die OCTA vielleicht mal in Zukunft anwenden. Gerade bei frühen Glaukomen kommt man wahrscheinlich mit der RNF eigentlich ganz gut zurecht. Hier ein Beispiel eines Patienten, der eine schichtdicken Vergrößerung oder schichtdicken Zunahme zeigt, anstatt einer Abnahme. Auch hier alles Gaue Heath, alles im grünen Bereich. Das ist das Infrarotbild dazu. Und wenn wir uns den Patienten aber anschauen, sehen wir, dass wir eine große, große Papillenrandblutung haben, die uns im Infrarotbild kaum auffällt, weil der Laser praktisch durch die Blutung hindurchgeht, macht aber eine Verdickung der retinalen Nervenfaserschicht. Und hier würde ich praktisch das Verschlechterungszeichen, das Qualitative der Blutung nicht erkennen, würde sagen, naja, alles prima, obwohl praktisch funduskopisch der Patient ein krasses Zeichen einer Verschlechterung im Verlauf zeigt. Das kann natürlich auch mal mit einer Blutverdünnung einhergehen und einer Traktion durch den Glaskörper. Muss nicht immer glaukomatös bedingt sein, aber eine Blutung, wenn Glaukom besteht, ist nun mal ein Progressionszeichen. Und deshalb ist die Funduskopie immer noch so wichtig. Hier ein Patient mit 78 Jahren, präperimetrisches Offenwinkelglaukom. Wir sehen hier im Verlauf 2009 eine kleine Papillenrandblutung. 2017 sehen wir hier bereits eine fokale, deutliche Verdünnung des Randsaums und eine fokale Verdünnung retinalen Nervenfaserschicht. Hier könnte man sich schon fast eine beginnende Grube vorstellen. Im Gesichtsfeld noch relativ gute Werte in der Weiß-auf-Weiß-Perimetrie. Sie sehen im Flickerbild, dass der Patient sich dann mit dem fokalen Ausfall dann verschlechtert. Wenn wir uns den temporal oberen Sektor anschauen, dann sehen wir hier die zu erwartende Verschlechterung in der Randsaumweite. Wenn wir uns den temporal unteren Sektor anschauen, sehen wir eine Verschlechterung der Randsaumweite und plötzlich eine Verbesserung. Was ist hier los? Kann ja eigentlich gar nicht sein. Und wenn wir uns dann das B-Bild betrachten, sehen wir, dass wir hier eine Aufspeisung des Randsaums in der Nervenfaserschicht haben. Hier ist die Limitans interna und hier wird die Schicht einfach auseinandergezogen. Ein ganz klares Zeichen einer späteren Verschlechterung ist aber im Messwert eine Pseudo-Verbesserung, die eben wiederum eine Verschlechterung verschleiert. In der Event-Analyse sehen wir, dass der Patient dann von 8 bis 17 deutlich dann an Nervenfaserschichtdicke verliert. In der Trendanalyse sehen wir das temporal oben nochmal und temporal unten nochmal, dass der Patient kontinuierlich Nervenfaserschichtdicke verliert, also er verschlechtert sich. Wie kann es also dazu kommen, dass er sich hier unten in der Randsaumweite verdickt? Das haben wir gerade geklärt, das ist diese Aufspleißung und da muss man eben nochmal in die B-Bilder gehen. Wenn wir uns hier dann die Ganglienzellen anschauen, weil wir etwas verwirrt sind, dann sehen wir, dass die Ganglienzellschichtdicke in der Heatmap hier verloren geht. Und die Ganglienzellschicht, also der Schiedsrichter sagt, ja, der Patient verschlechtert sich eindeutig. Und deshalb sind die drei Variablen immer sehr nützlich, um wirklich Klarheit zu haben über Progression. Wir sehen hier nochmal die Deviation Map, die Ganglienzellen 2014, dann 2017 sehen wir hier den deutlichen Ausfall der Ganglienzellen, auch hier eben ganz klares Zeichen des Fortschreitens. Die Deviation Maps stellen in meinen Augen noch besser noch als die farbenkodierte Posterior-Pol-Darstellung diese Ausfälle im Vergleich zur Normpopulation da und hier ist deutlich nochmal der Sektor in Rot. Ein anderes Beispiel, wo uns auch hier kredenzt wird, alles in Grün und hier sehen wir deutlich, dass hier irgendwas nicht stimmt. Wir haben eine epiretinale Traktion, eine Gliose wahrscheinlich, die uns die Netzhaut auseinanderzieht und wir sehen hier das die Pseudozystoiden-Aufweitung. Wir sehen das Aufspleißen in der retinalen Nervenfaserschicht in dem Bereich, wo wir bereits im Infrarotbild einen fokalen Ausfall haben.
Da ist die Nervenpassage einfach krank und sie gibt diesen mechanischen Kräften wahrscheinlich eher nach, so dass es eben dann zu diesen mottenfasartigen Defekten kommt. Ein ganz klares Zeichen einer zukünftigen Verschlechterung, das man nicht übersehen sollte. Das Gesichtsfeld gibt uns ganz klar recht, dass der Patient ein absolutes Problem hat mit seinem temporalen unteren Sektor, im entsprechend oberen Halbfeld der Ausfall. Und nochmal in Deviation Maps wird auch ganz klar, dass die dazugehörigen Ganglienzellen sich hier deutlich verdünnt haben. Unser Schiedsrichter sagt eben auch ganz klar Verschlechterung. Diese Aufspleißung, die muss man im B-Bild sehen und auch wie eine Papillenrandblutung am Foto auch wahrnehmen, weil eben nochmal zum dritten und vierten Mal gesagt, eine Verschlechterung ins Haus steht bei dem Patienten. Diese Arbeit 2011 hat das nochmal systematisch untersucht und eben diese Aufspleißungen vor allem da gesehen, temporal oben und temporal unten, wo eben die Nervenfaserschichtdicke bevorzugt untergeht bei den Glaukomen. Also scheint es auch was mit der Atrophie der Nervenfaserschicht zu tun zu haben. Also glaukomassoziierte Artefakte sind einmal mikrozystische Aufweitungen der inneren nukleären Schicht, die aber auch bei anderen degenerativen Erkrankungen vorkommen können. Man muss den Bodeneffekt bei weit fortgeschrittenen Glaukomen betrachten. Eine Papillenrandblutung macht eine Pseudoverdickung und vor allem die Aufspleißung der retinalen Nervenfaserschicht oder auch des Randsaums können eine Verdickung des erkrankten Gewebes imitieren, obwohl es doch eine Verschlechterung darstellt. Kommen wir zu den nicht glaukom-assoziierten Einflussgrößen oder Artefakten. Das ist wieder ein Bild von Valentin Apostolov aus den Niederlanden. Wir sehen hier ganz deutliche Glaskörperschichtungen und eine Glaskörpertraktion an der retinalen Nervenfaserschicht, sodass die Netzhaut förmlich hochgehoben wird. Er hat das hier sehr schön mit dem Wetterleuchten und dem Nordlicht im hohen Norden verglichen, weil es eben sehr ähnlich aussieht. Das sind ganz klare Momente, wo hier unsere Segmentierung nicht mehr gelingt, wo auch hier die Verlaufsbeobachtung nicht mehr funktioniert. Ich kann hier entweder dieses Bild skippen, wenn das Ergebnis in einem Jahr besser ist, oder ich muss einfach hier die Nervenfaseranalyse verwerfen. Auch, wie vorhin gefragt, eine epiretinale Gliose am Posterior Pole verdirbt mir die komplette Analyse. Ich kann natürlich Schicht für Schicht das Ganze korrigieren, was artifiziell wäre. Und bei allem beim nächsten Mal in der Verlaufsbeobachtung macht der Computer denselben Fehler. Hier würde ich sagen, lasse ich die Posterior Pole Analyse liegen und nehme mir andere Variablen zur Beurteilung, weil hier ist natürlich der Glaskörper der große Feind der OCT-Analyse. Diese Effekte, das ist auch schon hier dargestellt worden in der Arbeit von 2014 von Asrani und Kollegen, kommt nicht selten vor. Und diese Artefakte, wie auch hier dargestellt, kamen bei den Autoren in 15-36% der Aufnahmen vor, also nicht ganz selten. Und deshalb sollte man immer wieder darauf achten und dann beurteilen, ob mein Bild eine gute Qualität hat oder ob ich eine andere Variable nehmen muss. Auch bei schrägen Sehnerven, darauf kam die Frage vorhin auch zu sprechen. Auch hier habe ich eine für uns klinisch grotesk verlaufende Papillenöffnung in der BMO-Öffnung, sehr weit nach temporal ausgezogen. Hier ist natürlich die Randsaummessung am Endigung der bruchschen Membran sehr weit peripher und ich kann hier einfach Netzhautgewebe mitmessen und nicht nur Randsaum- oder Nervenfaserschicht. Und hier gerät natürlich dann artifiziell diese Messung als zu dick und das bezeichnet man auch im Englischen als protruded retinal layers, wenn das hier mitgemessen wird, vor allem eben temporal bei myopischen schrägen Papillen. Und das kann eventuell in Zukunft im Verlauf eine Verdünnung etwas verbergen, weil natürlich hier Gewebe mitgemessen wird, was sich weiter nicht ändert. Myopische Papillen sind eine Herausforderung für die optische Kohärenztomographie, vor allem der Vergleich mit der Normpopulation, die eben nicht so viele hochmyopische Papillen beherbergt. Deshalb gibt es auch die Initiative, die von Heidelberg Engineering unterstützt wird, ein Konsortium, um eben eine Normdatenbank für myope Papillen zu erstellen und auch den myopischen Glaukompapillen etwas besser auf die Spur zu kommen. Wir sehen, dass durch die Verkleinerung des Winkels Kappas temporal durch die schrägen Sehnerven eintritt, beim hochmyopen Auge, die maximal nach außen, nach temporal geraten und den Normwertbereich verlassen
und dann in der Garaway-Heath-Darstellung artifiziell Sektoren auftauchen, die pathologisch sind, obwohl die Papille eine normale myopische Papille darstellt. Die Tisnit-Grafik wird verzerrt und darauf sollte man bei Myopien gefasst sein. Hier ein Patient mit fortgeschrittenen Glaukom und hoher Myopie. Wir sehen sehr, sehr große Papillen, 6,0 Quadratmillimeter mindestens. Hier ein Abknicken des Gefäßes, was mir eine Kerbe andeutet. Die entsprechenden OCT-Aufnahmen der retinalen Nervenfaserschicht sind leider bei diesen Patienten aufgrund der hohen Myopie und des Atrophieareals drumherum nicht zu verwenden. Und auch im Bereich der Makula habe ich eine epiretinale Gliose, die mir jegliche Ganglienzellanalyse verhagelt. Und ich gehe wieder zurück zu meinem guten alten Gesichtsfeld, um den Patienten einfach im Verlauf zu beobachten. Ich zeige Ihnen einen 50-jährigen Patienten aus unserem Glaukomregister mit Melaninsversion, primäre Melaninsversion, Verdacht auf offenwilliges Glaukom, den wir seit Jahren beobachten. Der interokulare Druck immer zwischen 10 und 16 mm AG, minus 8 Dioptrien im sphärischen Äquivalent. Das ist die myope schräge Papille dieses rechten Auges. Wir sehen hier in der MRW-Analyse öffnende bruchsche Membran, musste hier nochmal händisch nachjustiert werden. Das ist bei myopischen Papillen nicht selten der Fall, dass man das tun muss, aber im Normbereich. Und wir sehen aber in der retinalen Nervenfaserschicht dicke, dass die Maxima temporal verschwinden, sodass wir hier eine Menge rote Blöckchen haben in der Garaway-Heath-Darstellung. In der Ganglienzellschicht meinem Schiedsrichter, dummerweise bei einem Patienten, wo ich gesagt hätte, naja, die Papille sieht ja eigentlich eher myopisch normal aus, sehe ich aber hier einen fokalen ganglienzellschichtigen Verlust. Auch die retinale Nervenfaserschichtdicke zeigt hier scheinbar eine fokale Verdünnung, sodass man das Ganze nochmal sorgfältig anschauen muss. Und ich sehe hier im Infrarotbild auf der einen Aufnahme, die nicht überstrahlt ist, dass er tatsächlich hier einen fokalen Defekt der retinalen Nervenfaserschicht hat, sodass ich den Patienten weiterhin monitoren muss. Die Perimetrie in dem Fall hilft mir nicht viel, weil der Patient zwar mit der BB-Kurve im unteren Bereich ist, aber eben noch vom MD-Wert und vom CLV-Wert unauffällig. Im Verlauf zeigt der Patient eben auch rechts wie links keine Gesichtsfeldverschlechterung und die Nervenfaserschichtdicke ist eigentlich im Verlauf so langsam abnehmend über viele Jahre vom 39. bis zum 50. Lebensjahr, also ein schleichender Verlust an Nervenfaserschicht, was eben bei Myopen beschrieben worden ist, die auch kein Glaukom haben. Also die Myopen sind hier extrem schwierig in der zu beurteilen und deshalb gilt hier die Regel, wenn ich mit der OCT nicht weiterkomme, muss ich zurück auf die Gesichtszeitanalyse und vor allem auf die Progressionsanalyse im Gesichtsfeld, wie auch mit meinen anderen Parametern, um dann zu beurteilen, ob der Patient in der Therapie weiter intensiviert werden muss. Wir hatten vorhin das Thema gehabt, dass die bruchsche Membranöffnung nicht die Papillenfläche ist. Was wir klinisch als Papillenfläche sehen, ist nicht immer die bruchsche Membranöffnung. Wir sehen hier ein Beispiel aus der Arbeit von Chowen, hier grün dargestellt, was wir klinisch als Papillenrand beurteilen würden und rot, was das Gerät als bruchsche Membranöffnung sieht. Die bruchsche Membran ist ein durchsichtiges Gewebe. Wir können es beim besten Willen klinisch nicht sehen. Und in dieser Arbeit hat man mal verglichen, wie unterscheiden sich eigentlich die Papillenfläche klinisch in grün gemessen von der bruchschen Membranöffnung in rot gemessen. Man hat hier unten auf der X-Achse die bruchsche Membranöffnung in der Fläche aufgetragen. Hier den Unterschied zwischen Papillenfläche und bruchsche Membranöffnungsfläche geteilt durch bruchsche Membranöffnungsfläche. Wenn das alles 1:1 wäre, wäre das hier eine Linie. Ist es aber nicht. Wir sehen also, dass bei kleinen wie auch bei großen Papillen eine Diskrepanz zwischen beiden Werten ist. Bei kleinen Papillen gerät wahrscheinlich die klinische Beurteilung etwas größer als die bruchsche Membranöffnungsbeurteilung. Und bei myopischen Papillen mit großen bruchschen Membranöffnungen ist es eher umgekehrt, dass die bruchsche Membranöffnung größer als das, was wir als Papillenrand sehen würden. Also da ist eine deutliche Diskrepanz. Es gibt auch für die bruchsche Membranöffnung keine Normwerte. Wir wissen nur, bei uns in Erlangen Register ist es 1,9 und ich glaube, in der großen Datenbank, die hinterlegt ist bei Heidelberg-Schring, ist es 1,78 Quadratmillimeter. Aber nach oben und unten, erste, zweite Standardabweichung, gibt es keine Werte. Interessant ist, dass die bruchsche Membran im Spektral ist immer so hoch aufleuchtet. Das hat mich immer schon interessiert.
und das Pigmente, die Pigmentepithelschicht, die eigentlich wesentlich dicker ist, viel kleiner aussieht und viel dünner aussieht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die bruchsche Membran einfach eine, wie eine Sperrholzplatte, unterschiedliche Dichten aufweist, weil sie eben und aus unterschiedlichen Geweben besteht in der Elektronenmikroskopie. Und das ist wahrscheinlich so hochreflektiv, dass einfach diese Struktur breiter aussieht, als sie wirklich ist. Aber die bruchsche Membranöffnung kann uns helfen, die Bilder zu interpretieren. Hier haben wir eine kleine bruchsche Membranöffnung von 1,4, hier eine größere von 2,9 Quadratmillimetern. Die Papillenfotos, hier nochmal das Infrarotbild von der kleinen und von der großen Papille. Wir sehen, dass wir hier bei der kleinen Papille am Oberrand der minimalen Randsaumweitenmessung sind, der Normpopulation, und bei der sehr großen Papille an den Unterrand rutschen. Das hat den ganz einfachen Grund, dass einfach die Nervenfasern in der kleinen Papillenöffnung etwas gestauter sich darstellen und sammeln als bei der großen Öffnung. Die große bruchsche Membranöffnung bietet einfach einen größeren Kreis, wo sich die Nervenfasern besser verteilen können oder sagen wir dünner verteilen können. Und deshalb wird natürlich auch hier der Randsaum entsprechend dünner gemessen. Und das kann natürlich bei grenzwertigen Situationen dazu führen, dass die bruchsche Membran Öffnung, also die Randsaumweite an der bruchschen Membranöffnung gemessen, relativ rasch in die verdächtigen Bereich runterrutscht, wohingegen die Nervenfaserschicht noch relativ gute Werte anzeigt. Nochmal zur Segmentierungsbeeinflussung. Wir haben gesehen, dass eine Verbesserung der Segmentierung in 84% der BMO-MRW-Werte erfolgen musste bei uns, vor allem bei Patienten mit myopen, kleinen Papillen. Und die Nervenfaserschicht muss weniger häufig verbessert werden. Und bei uns waren das 13%, eben vor allem, wenn der Glaskörper anfängt, an der Nervenfaserschicht dicke herumzuspielen. Deshalb immer die Segmentierung im B-Bild anschauen. Wir sehen hier einen Patienten, der zwar Gesichtsfeldausfälle hat, aber keinen Glaukom. Wir gucken mal uns die Messwerte an. Wir sehen hier, in der BMO-MRW ist der Patient in den Gaue-Hilfs-Sektoren etwas verdächtig, temporal. Die anderen Sektoren, das sieht man gerade am linken Auge noch schöner, sind eigentlich normal. Und wir sehen in der retinalen Nervenfaserschicht im 3,5 mm Preis temporal eine signifikante Verdünnung der retinalen Nervenfaserschicht jenseits der 99% Perzentile. Das ist etwas, was wir bei dem Glaukom eigentlich so gut wie gar nicht sehen, weil ja die Musik temporal oben, temporal unten spielt. Gerade das papillomakuläre Bündel wird lange ausgespart. Eine Erkrankung, die es nicht tut, ist die Multiple Sklerose. Und wenn ich so eine Diskrepanz sehe zwischen Randsaum, Dicke und Nervenfaserschicht und vor allem mit temporaler Betonung, muss ich auch mal an diese Erkrankung denken. In den Deviation Maps kommt ganz klar raus, dass die Ganglienzellschicht zirkulär sich verdünnt, nicht nur an einer Ecke oben oder unten, also nicht nur ein Hörnchen, sondern es bildet sich zirkulär eine signifikante Verdünnung retinalen Ganglienzellschicht bei unserer Patientin mit Multipler Sklerose. Und sie zeigt ebenfalls eine Aufweitung der inneren nuklearen Schicht Zystoid, was typisch ist für diese Erkrankung im OCT. Und bei Patienten mit Progression deutlich ausgeprägt ist. Und dieses Phänomen mit dem roten Kreis in der dicken Karte in der Ganglienzellschichtdarstellung wird auch Purple Eye Pattern genannt. Und dann sollte man auf jeden Fall an eine neurologische Ursache denken. Nicht immer Multiple Sklerose, auch Hypophysenadenome und andere Erkrankungen, die die Sehbahn betreffen, können dieses Phänomen auslösen. Aber wenn ich diese Konstellation sehe, muss ich immer noch meinen Patienten neurologisch und vor allem mit einem Schädelbildgebung abklären. Dieser Patient hat eine Pseudo-Papillenödem, eine kleine Papille und eine Pseudo-Verdickung des Ganzen. Wir sehen aber, der geneigte Betrachter sieht es sofort, Drusen in dieser Papille. In der Autofluoreszenz eleganterweise sehr schön darstellbar, natürlich auch mit Kontakt im Ultraschall. Aber wenn ich mein HRA Spektralis habe, schalte ich auf Autofluoreszenz und stelle die Drusen dar. Diese Drusen stellen sich hier in der BMO-MRW auch als Hohlräume dar und führen zu einer artifiziellen Verdickung unserer BMO-MRW-Messung. In der retinalen Nervenfaserschicht, siehe da, zeigt der Patient eine deutliche Verdünnung retinalen Nervenfaserschicht weit fortgeschritten.
im Bereich, aufgrund der komplizierten Drusen, die über das Leben hinweg den Patienten die Nervenfasern haben atrophieren lassen. Die BMO-Fläche ist sehr klein, 1,7 Quadratmillimeter, also nach Erlanger Verhältnis relativ klein. Und das ist ein typisches Muster bei komplizierten Drusen. Eine Verdickung der BMO-MRV übernormal und aber eine deutliche Verdünnung der Nervenfaserschicht. Und das ist eine Konstellation, wo wir an Papillenödem mit Nervenfaserschichtdicken Verdünnung denken müssen. Ein chronisches Papillenödem macht das auch. Eine Papillitis macht das auch. Eine Ion macht das auch, aber eben auch Drusen. Und hier sehen wir wieder die Deviation Maps, meine Lieblinge. Wir sehen hier diffus die Ganglienzellen nach keinem bestimmten Muster ausgefallen. Oberes, unteres Halbfeld, hier noch unteres Halbfeld. Auch die Gesichtsfeldausfälle sind etwas chaotisch bei diesen Patienten. Auch wenn ich sowas sehe, muss ich an etwas wie eine Drusenpapille denken. Wenn ich aber meinen Hood Report nehme, dann sehe ich, dass die Gesichtsfeldausfälle sehr schön übereinstimmen mit den Ausfällen in der dicken Karte der Ganglienzellen, hier eben entsprechend ausgefallen. Ich habe das Ganze nochmal geflippt und dann ist die Verdünnung der Ganglienzellen sehr schön vereinbar hier mit dem Gesichtsfeldausfall oben. Auch hier die Verdünnung mit dem Ausfall unten. Geht nicht immer 1:1 einher, das sieht man auch hier. Also eine übernormale BMO-MRW, diffuser RNFL-Verlust mit chaotischem Gesichtsfeldmuster, muss man auch mal an eine Drusenpapille und nicht an ein Glaukom denken. Wir haben jetzt eine Menge über die Diagnostik gesprochen. Ich werde nochmal die nicht-Glaukom-assoziierten Artefakte, Einflussgrößen zusammenfassen. Wir haben einmal die Veränderung des vitrinalen Interface, Neuropathien, andere Genese als Glaukom. Die Anatomie der BMO spielt eine Rolle. Hohe Myopie mit dem schrägen Eintritt der Papille. Die Papillenfläche spielt eine Rolle. Fläche der BMO und die Segmentation spielt eine Rolle. So was wir diese ganzen Veränderungen in drei Gruppen unterteilen können. Andere Pathologien als Glaukom aus dem vitreoretinalen Bereich oder aus dem neuro-ophthalmologischen Bereich. Anatomisch bedingte Einflussfaktoren oder eben auch softwarebedingt Segmentationsprobleme und deshalb immer wieder ins B-Bild gehen. Ich komme nun zum letzten 15 Minuten. Das ist die Therapie. Und wir haben ja mit Allergan an Bord, die den Sense-Stent herstellt. Und Sense-Stent ist ein sehr schönes Beispiel für die minimalinvasive Glaukomchirurgie. Deshalb möchte ich noch etwas über den Sense-Stent sprechen. Wenn wir uns die EGS-Leitlinien der Glaukomtherapie ansehen, so werden wir immer zunächst bei fast allen Patienten mit einer Lokaltherapie, mit einer Monotherapie beginnen und dann schauen, ob wir Erfolg haben oder nicht. Wenn die Tropfen nicht toleriert werden oder wenn der Augeninnendruck nicht abgesenkt wird, versuchen wir eine zweite Substanz, bevor wir dann auf eine Zweifach- oder Dreifachtherapie ausweichen. Und hier kann man natürlich dann auch, wenn man dann den Zieldruck nicht erreicht, bei einer Zweifachtherapie bereits dann denken, ob man den zweiten Stoff austauscht. Aber das ist meistens aufgrund der Verträglichkeit nicht so leicht möglich, vor allem nicht bei den Patienten, die bei uns aufschlagen, weil die bereits austherapiert sind. Da geht es meistens dann um die chirurgische oder Lasertherapie. Es gibt viele Einflussgrößen, die mich beeinflussen, wenn ich an die Therapie denke. Das ist natürlich die Nebeneffekte. Kann mein Patient überhaupt tropfen? Macht er das? Macht er das nicht? In Nepal ist das ein Riesenproblem. Patienten kaufen sich die Medikamente nicht. Und deshalb wird immer schon mal primär eine filtrierende OP durchgeführt, weil auch dort die Augenblutwerte primär meistens sehr hoch sind. Natürlich Quality of Life spielt eine Rolle. Und natürlich Konservierungsmittel, die auf Dauer mit Benzalkoniumchlorid in der Dauertherapie nicht gut vertragen. Und das lässt mich natürlich immer daran denken, ob ich dann nicht auf eine schonende, aber doch operative Therapie ausweiche. Und die relativ schonende im Vergleich zur Trabeculectomie-Therapie ist die minimalinvasive Glaukomchirurgie. Da haben Sie sicherlich von anderen Referenten schon sehr viel gehört. Und ich möchte mich unter den vielen Möglichkeiten, die es gibt, heute, wie gesagt, auf Gel-Stent konzentrieren. Dieser Stent wird über eine Paracentese von temporal nach medial durch das Trabekelwerk in optimaler Weise Sklera unter die Tenon- und Binderhaut geschoben. Auf der Innenseite ragt dann dieses Röhrchen rein, was ein Lumen von 45 μ hat.
Dieser Stent hat eine Länge von 6 Millimetern und wird sofort in Kontakt mit Flüssigkeit weich. Er ist praktisch erstmal hart wie ein Spaghetti, sodass man ihn durchstoßen kann mit einem Trokar. Und dann nach Zurückziehen des Trokars wird der ganze Stent weich und bildet dann eben diese typische Z-Form im Ultraschall. Und wir sehen dann das äußere Ende des Zen-Gel-Stents nasal oben hier gelblich liegen und es bildet sich so ein flaches Filterkissen aus. Man unterstützt dieses Filterkissen, indem man präoperativ etwas subkonjunktival Mitomycin eingibt. Man versucht hier auf jeden Fall die Bindehaut nicht zu eröffnen, weil hier der Tenon ist, die Tenon soll nicht verletzt werden, sodass es eben nicht so sehr zu Filterkissenvernarbung kommen sollte. In den Ergebnissen haben wir eigentlich eine ganz gute Drucksenkung. Das sind ganz aktuelle Daten, die eingereicht worden sind von Professor Lemmer bei uns am Haus mit seiner Arbeitsgruppe. Er hat seine Patienten untersucht. Primäre offene Glaukome, sekundäre Melaninspersionsglaukome, sekundäre PEX-Glaukome. Und hat im Verlauf nach der Operation, nach der Drucksenkung einen ganz ordentlichen drucksenkenden Effekt festgestellt in den mittleren Werten der Drucksenkung, sei es alleine als Sandstand oder Sandstand kombiniert mit der Farco, was sehr gut geht. Wir sehen hier, dass die Drucksenkung mit dem Sandstand alleine etwas größer ist als in der Kombination, aber in der Prozentzahl bringen uns beide Therapien doch eine ganz ordentliche Drucksenkung. 71% waren nach 2 Jahren ohne antiglaukomatöse Therapie. Und der Medikamentenverbrauch ging von 2,7 auf 0,6 nach 2 Jahren runter. Allerdings brauchten 50% der Patienten einen Needling und eine intensivierte operative Nachsorge. Wenn wir die Ergebnisse aus einer anderen Arbeit vergleichen mit iStent, Hydrus, Cypass, sehen wir, dass der postoperative intraokulare Druck mit dem Sandstent immer noch am niedrigsten ist. Und in dieser sehr schönen Arbeit aus Mainz, die eben den Sandstand mit der Trabekulektomie verglichen haben, in einer sehr schönen großen Population, sahen die Autoren, dass man nach 6 Monaten, nach 12 Monaten, nach 6 und 12 Monaten mit Sandstand in Blau und TE in Grün eine ähnlich große Drucksenkung erreicht hat. Hier mit unter Beigabe von Tropfen, hier praktisch komplett ohne Tropfen. Und hier sehen wir, dass wir mit der TE immer noch eine etwas größere Drucksenkung erreichen als mit dem Sandstand. Hier nochmal von den Autoren im Verlauf dargestellt. In Grün 6 Monate und in Grau oder Beige 1 Jahr mit Sandstand und TE. Wir sehen hier die etwas größere Drucksenkung mit der TE. Aber die Autoren fanden in beiden Gruppen, dass man niedeln und nachhelfen musste bei der Trabekulektomie als auch beim Sandstand. Und das nimmt den Sandstand etwas aus dem Bereich der minimalinvasiven Chirurgie. Ich musste dieses kleine Filterkissen genauso intensiv betreuen wie ein Zuschauer nach TE. Und auch eine Hypotonie kann auftreten. Wir haben alles bereits erlebt, Vorderkammer, Atalamin, wir haben Aderhaut, Abhebungen bis zu Kissing Choroids erlebt nach Sandstand. Dinge, die bei der TE etwas häufiger passieren, aber eben hier nicht selten sind, was eben den Sandstand dann zwischen reinen Mixverfahren und der TE etwas einordnet. In dem Komplikationsspektrum, aber auch natürlich im Wirkungsspektrum. Und hier sehen wir nochmal mit dem Anterium dargestellt, so ein Sandstand im Verlauf liegen. Longitudinaler Scan ist hilfreich, braucht ein bisschen Geduld. Man kann auch einen transversalen Scan machen. Wir sehen hier den Stand liegen und links und rechts das flache Filterkissen. Und mit so einem Radiant-Scan tut man sich leichter, den Stand überhaupt mal zu finden, wie er sich hier darstellt. Und hier ist bereits das entstandene Filterkissen. Longitudinal ein wirksamer Sandstand mit Filterkissen, so ähnlich wie wir es von der TE kennen, mit zystischen Auflockerungen. Und hier liegt unser Stand, hier ist der Schatten, den das Ganze entsprechend wie beim Ultraschall wirft. Und hier sehen wir das Lumen im subtenonalen Raum liegen. Als Beispiel eine 82-jährige Patientin mit Pseudoexhalationssyndrom. Sie hat einen 10-45er Stent bekommen, wurde mit Mito eben intraoperativ 0,3 behandelt, was Standard ist.
und aber auch fünfmal mit Avastin und fünfmal mit FU subkonjunktival nachbehandelt. Und wir sehen, dass dieser Patient bereits ein weit fortgeschrittenes Stadium hatte mit einer langen Geschichte. Wir sehen hier nach dem ersten Tag den Gelstand liegen, intrasteral und subtenonal. Wir sehen hier das Lumen und den kleinen See an Kammerwasser, der sich hier ausbildet. Nach 3 Tagen sehen wir immer noch den Stand. Hier jetzt sind wir den etwas Z-förmigen Verlauf an mit dem subtenonalen Pool. Und nach dem 28. Tag ist der Pool etwas verbreitert, es ist flacher geworden. Wir sehen den Stand immer noch hier liegen. Der Druck ist allerdings 8 mm Hg, optimal ohne Hypotoniezeichen. In der transversalen Aufnahme sehen wir, auch wenn wir jetzt kein deutlich prominentes Filterkissen haben, wie vorhin gezeigt, haben wir doch aber ein sehr breites Filterkissen, was sehr flach ist, was man aber hier deutlich wie auch an der Spaltlampe sehen kann mit dem Anterion. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund und auch hier das Lumen links und rechts von dem Stand, das mit Kammerwasser gefüllt, dass der Druck so niedrig ist, weil Kammerwasser nicht nur an der Endigung des Stands wahrscheinlich ausläuft aus dem Auge, sondern links und rechts vom Stand ebenfalls praktisch vorbeiläuft. Und deshalb ist die weitere Betrachtung und Verlaufsbeobachtung dieser kleinen Sickerkissen beim Sandstand ganz wichtig. Es ist therapieintensiver sicherlich als ein Eye-Stand und das Anterion ist hier sehr hilfreich. Eine Arbeit, die das OCT, Vorderabschnitts-OCT benutzt hat, um verschiedene Verläufe von erfolgreichen, nicht erfolgreichen Zellen-Gel-Stands sich anzuschauen, hat gesehen, dass die als Ausmaß der Reflektivität der Tenon schon mal sehr früh einen Aufschluss gibt, ob uns das Ganze gelingt oder nicht. Und auch der Grad der zystoiden Hohlräume, die sich darstellt, Aufschluss geben kann, ob das Ganze gelingt oder nicht. So wie wir halt auch an der Spaltlampe die Mikrozysten sehen können. Gerade die hohe Reflektivität der Zystenwand, wie auch beim Filterkissen bereits gezeigt, kann schon sehr früh Auskunft geben, bevor der Druck auch hochgeht, ob ich eine intensivere Nachsorge mit Avastin oder 5FU brauche. In der Zukunft kann man wahrscheinlich auch OCTA hernehmen. Hier eine Arbeit aus Italien, die gezeigt hat, bei einem funktionierenden Zen-Gel-Stand das Filterkissen bei einem nicht funktionierenden Zen-Gel-Stand. Wir sehen, dass wir hier deutlich weniger Gefäßnetzwerke haben, wie bei dem vernarbenen Zen-Gel-Stand, so ähnlich wie wir es auch von der TE kennen. Wir kennen die ganzen Arbeiten aus Würzburg vom Herrn Green zu diesem Thema. Und auch hier brauchen wir Mikrozysten für das Funktionieren. Hier sehen wir das Lumen von unserem Stand und hier die hohe Reflektivität der Tenon, die fehlenden Zysten, die eben ganz klar sagen, hier kann es noch nicht funktionieren. Wenn wir zu unserer anfänglichen Grafik des Therapieschemas zurückkommen, war hier die Frage vom Herrn Dr. Jahn, kann man bereits hier mit dem Zen-G-Stand einsteigen? Also nach unserer klinischen Erfahrung würde ich das noch nicht wagen, weil eben im Risikoprofil des Zen-G-Stand zwar nicht so wie TE ist, aber doch nur etwas dahinter steht und ich dann den Zen-Gel-Stand wirklich für Patienten einsetzen würde, wo ich den Zieldruck wirklich bei bestem Willen weder mit Laser erreichen will oder habe oder auch mit der medikamentösen Therapie nicht erreiche. Dort ist dann eine gute Alternative zur filtrierenden Operation und so setzen wir den Zen-Gel-Stand, wie Sie auch an den Daten von Herrn Lemmer gesehen haben, eigentlich ganz gut und erfolgreich ein. Und die Zukunft wird zeigen, ob man wirklich dann auch ein Patientenprofil herausarbeiten kann, wo ich sagen kann, ja, das ist der typische Zen-Gel-Stand-Patient. Ansonsten danke ich Ihnen für diese 1 Stunde und 1/4 Aufmerksamkeit bei diesem Webinar-Vortrag über Diagnose und ein bisschen Therapie der Glaukome mit dem Zen-Gel-Stand und stehe zur Verfügung für Ihre Fragen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Professor Mardin, für diesen tollen Vortrag, die vielen Fallbeispiele und das tolle Ende mit den Therapien. Bevor wir in die Fragerunde gehen, werden wir direkt weiterverfahren mit dem Quiz. Und im Anschluss an das Quiz werden wir dann die letzten Fragen stellen. Ja, Sie sehen jetzt alle die erste Frage schon auf Ihrem Computer abgebildet. Und ich lese Ihnen die Frage einmal vor. Also, prinzipiell sind bei Glaukomen Dickenreduzierungen der RNFL und der BMO-MRW bei regulärer Papillenform
temporal am ausgeprägtesten, nasal oben und unten am ausgeprägtesten, nasal und temporal am ausgeprägtesten, temporal oben und unten am ausgeprägtesten. Sie dürfen einfach ankreuzen, was Sie für richtig halten. Und dann geht es in ein paar Sekunden zur nächsten Frage und vorher noch zum Chart, der uns zeigt, wie Sie geantwortet haben, also wie groß die Prozentzahl sind. Da sehen wir es. Die meisten haben also für die letzte Antwortmöglichkeit geantwortet. Herr Martin, sind Sie noch live dabei? Was sagen Sie dazu? Ja, da bin ich froh, da war ich nicht so einschläfernd und jeder Kollege weiß dann eben temporal oben, unten, das ist der Bereich, wo das Glaukom zuschlägt und das haben auch alle richtig gesehen. Sehr schön. Okay, dann geht's zur nächsten Frage. Die minimale Randsaumbreite, Minimum Rim Width, eignet sich zur Detektion sehr schmaler Nervenfaserbündeldefekte, Differenzierung von glaukomatöser und nicht glaukomatöser Optikusatrophie, zur alleinigen Verlaufskontrolle bei Glaukom, zur Detektion von Papillenrandblutungen. Sie dürfen wieder abstimmen. Ja, auch hier sehen wir den Antwortchart. Ja, gemeint ist natürlich die erste Frage nach schmalen Nervenfaserbündeldefekte, die natürlich mit der RNF und dem Kreisscan besser detektiert werden als natürlich mit der MRB. Und deshalb ist einfach die zweite Antwort unumstritten die richtige Antwort. Gut, Frage Nummer 3. Purple Eye Pattern bezeichnet eine CNV in der OCTA, einen sektoriellen Verlust von retinaler Nervenfaserschicht bei Glaukomen, Verlust von GCL-Schichtdicke in der Deviation Map, Abnahme des Papillenödems im Verlauf mit Volumenscan. Purple Eye Pattern kam ziemlich zum Schluss in Ihrem Vortrag. Vielleicht ist das noch eine kleine Hilfe. So, wir sehen, wie Sie abgestimmt haben. Sind Sie zufrieden? Sehr schön. Da bin ich wirklich froh, weil es war ein langer Vortrag. Es war für jeden von Ihnen sicherlich auch ein sehr langer Tag. Und deshalb bin ich froh, dass diese Message angekommen ist, weil das wirklich ein ganz deutliches Zeichen ist für eine neurologische Erkrankung. Sehr schön. Okay, Frage Nummer 4. Bei Multipler Sklerose ist die BMO-MRW zuerst pathologisch? Sind BMO-MRW und RNFL zugleich pathologisch? Ist nur die RNFL pathologisch? Sind GCL und RNFL pathologisch? Ja, auch das hat, denke ich, zu tun mit dem Purple Eye Syndrom. Und genauso ist es, Herr Professor Martin. Ja, sehr schön. Bei der Multiple Sklerose haben wir gesehen, temporal der Nervenfaserschichtsektor Purple Eye, die GCL und BMO-MRW hat zunächst nicht viel zu melden bei dieser Erkrankung. Und diese Diskrepanz kann uns eben helfen, daran zu denken. Ansonsten kurze Nebenbemerkung, mein Kompliment, dass das so gut funktioniert mit der Abstimmung, muss ich sagen, Respekt. Danke. So, Frage Nummer 5 und ich meine auch die letzte Frage. Welche Aussage trifft bei Papillendrusen zu? Diagnose mit Autofluoreszenz? Sie sind harmlos und beeinträchtigen das Sehen nicht? Deviation Maps spielen zur Diagnostik keine Rolle? Gesichtsfeldausfälle gleichen denen der glaukomatösen Atrophie. Ja, und auch hier die Antwort sehr eindeutig. Also ein ganz toll zuhörendes Publikum heute Abend. Wieder 80% für die richtige Antwort. Jawohl, wirklich bei 160 Teilnehmern ist das wirklich ein sehr gutes Ergebnis. Wir wissen natürlich nicht, wie viele abgestimmt haben, aber die Frage ist, ganz klar ging es aus diesem einen Patientenbeispiel hervor. Die Autofluoreszenz hilft uns, das nicht invasiv und ohne Touch das zu entdecken. Drusen sind leider eben nicht harmlos, vor allem wenn man älter wird. Und die Deviation Maps haben uns ja gezeigt, dass die Ganglienzellen ganz diffus verloren gehen können. Und Gesichtszeitausfälle sind natürlich anders als bei der glaukomatösen Atrophie. Sie können ganz chaotisch und diffus sein und deshalb ist die erste Frage vollkommen richtig beantwortet. Danke. Okay, dann wollen wir weiter verfahren mit den Fragen. Wir können auch gern Andreas Kasper noch dazu schalten und auch Herr Dr. Jahn darf in der letzten Runde noch mit dabei sein. Und die erste Frage, die ich an Herrn Professor Martin stellen möchte,
Die drei RNFL-Kreise zeigen oft unterschiedliche Ergebnisse. Welcher Messring ist am relevantesten? Das ist vollkommen richtig. Gerade wenn am Augenhintergrund die Sache, die Gewebe nicht plan auffliegen, sondern bei schrägen Papillen zum Beispiel, können es unterschiedliche Ergebnisse geben. Bei parapapillärer Atrophie gibt es unterschiedliche Ergebnisse, bei Drusen, bei weichen Drusen, AMD ebenfalls. Man hat gesehen, dass der 3,5 mm Messkreis der aussagekräftigste ist. Habe ich aber anatomische Anormalitäten, dann kleine, große Papillen zum Beispiel, parapapilläre Atrophie, wie gerade gesagt, muss ich eben auf den einen oder anderen Messkreis ausweichen, der mir mehr Aussage gibt als der Standard 3,5 mm Kreis. Aber der 3,5 mm Messkreis ist der empfindlichste von dem, was ich an Arbeiten im Kopf habe. Okay, vielen Dank. Dann geht es zum Thema OCT-Angiografie. Hier ist die Frage, was wird genau beim Glaukompatienten mit der OCT-Angiografie gemessen? Bei der OCT-Angiografie mit dem Heidelberg-Gerät kann man drei Schichten in der Netzhaut im Makulabereich messen. Das ist die oberflächliche Schicht, die intermediäre und die tiefe Schicht. Und gerade in der oberflächlichen und intermediären Schicht zeigt sich ein Verlust an Kapillardichte. Das ist ja das, was das OCTA umfasst anzeigt. Diese Kapillardichte wird geringer, weil natürlich auch das Gewebe dünner wird. Und im Papillenbereich sieht man in der oberflächlichen Schicht eben auch ein Schwinden der Kapillardicke. Sehr gut einhergehend mit den Enfas-Struktur-OCT-Bildern, weil wahrscheinlich hier Struktur und Gefäßversorgung Hand in Hand geht. Also die Gefäßdichte wird betrachtet, wird dargestellt und sie rarifiziert sich bei den Glaukomen. Aber es tut es auch bei allen anderen Optikusatrophien auch. Es ist also nicht glaukomtypisch, sondern der Ort, wo es passiert, das ist glaukomtypisch. Okay. Eine weitere Frage bezieht sich auf die Therapie mit Xen-Implantaten. Wie geht es nach der Therapie mit Xen im OCT weiter? Und wie wirkt sich das auf das Glaukom-OCT aus? Wenn ich einen Patienten mit einem Xen erfolgreich im Augendruck gesenkt habe, kann es durchaus erstmal zur Veränderung der BMO-MRW und auch der Peripapillaren-Retinal-Nervenfaserschicht kommen, je nachdem, wie hoch der Augeninnendruck war. Wir haben Patienten mit über 30 mm Hg-Druck gesehen, die zunächst eine Vergrößerung der Nervenfaserschichtdicke als auch BMO-MRW unter dem hohen Druck hatten. Und nach der Drucksenkung ging praktisch diese Dicke erstmal zurück, was paradox klingen mag, aber es nicht ist, weil es wahrscheinlich bei sehr hohen Druckwerten zunächst zu einer ödematösen Veränderung des Gewebes kommt. Wenn ich den Augeninnendruck senke, normalisiert sich das Ganze wieder und es geht dann erstmal die Gewebsschichtdicke zurück. Und ich will natürlich im Langzeitverlauf dann erreichen, also jenseits des perioperativen Stadiums, dass der Patient sich mit BMO, MRW und auch RNF-Schichtdicke stabilisiert und dann nur noch so viel Nervenfaser verliert wie ein normaler. Okay, zwei Fragen noch zum Abschluss. Eine an Professor Mardin, eine an Andreas Kasper. Noch eine letzte an Professor Mardin. Wie sollten die minimalen bzw. maximalen Untersuchungsabstände der Glaukom-OCT zur Verlaufsbeurteilung sein? Das ist eine gute Frage, weil je öfter ich untersuche, umso stabiler ist meine Statistik. Nur das ist schlecht vereinbar mit dem Alltag des Patienten und unserem klinischen oder auch Praxisalltag, weil es einfach an der Zeit mangelt. Aber wenn ich den Patienten das erste Mal gesehen habe, bestellen wir ihn meistens nach einem halben Jahr nochmal ein, um ihn dann jährlich zu sehen. Wenn wir den Patienten natürlich operativ versorgen, dann vor und nach der OP und dann entsprechend kürzeren Abständen, so ähnlich wie wir es mit dem Gesichtsfeld machen, weil eine häufige Messung auch mit dem OCT mehr statistisch belastbareren Verlauf gibt. Ich muss es natürlich dem Patienten auch praktikabel machen. So ist eigentlich unser Schema, wenn alles soweit im Lot ist, dann nach einem halben Jahr zur zweiten Kontrolle und dann jährliche Kontrollen. Das sollte eigentlich für eine stabile Beobachtung reichen. Okay, sehr gute Antwort. Vielen Dank dafür. Und die letzte Frage an Andreas. Da geht es um den Hood-Report. Ist der Hood-Report in der aktuellen Software verfügbar? Und vielleicht die nächste Frage, wie komme ich an diesen Report ran? Ja, also in der aktuellen Software sollte der verfügbar sein. Sobald da als direkte Frage kommt, würde ich einfach den Herrn Dr. Becker sonst bitten, falls es nicht funktioniert, sich nochmal zu melden. Aber ich habe gerade bei mir auf der Software mal geprüft, es funktioniert.
Wie ich das erlange, ist im Endeffekt, ich markiere zum einen einmal die Messung UNHRC, also die also aussieht wie so ein Wagenrad, und zum anderen die Posterior Pole Messung. Das heißt, ich habe beide Messungen markiert, Rechtsklick und dann auf das Feld Print, und dann kriege ich eine relativ lange Liste, welche Ausdruckvariante ich habe, und dann würde ich eben den Hood Report anklicken. Genau. Sie könnten sie ja vielleicht mit Ihrem Bildschirm aufklicken, oder? Und das kurz mal zeigen. Ja, ich versuche es mal kurz. Dann müsste mir noch jemand die Macht über den Bildschirm geben. Ja, jetzt. So, ich habe jetzt hier prinzipiell, also das ist einmal die Papillenmessung. Die markiere ich zusammen mit der Posterior Pole Messung. Mit dem Rechtsklick öffne ich das Zusatzfenster. Über Print komme ich zur Aussicht, zur Übersicht. Und dann habe ich hier eben Hood Glaucoma Report oder auf Deutsch. Das ist das Einzige, was im Programm auf Deutsch steht. Die Hood Glaucoma Übersicht. Und dann kann ich es mir eben über die Preview einmal angucken. Und die Ansicht wäre dann im Endeffekt, wie wir es im Endeffekt schon gesehen haben. Und zwar haben wir eben im Hood Report zum einen integriert die Dickenkarte und dann aber auch die Abweichungskarte. Genau. Also wir haben auf der linken Seite eben einmal die Analysen, minimale Ransamweite, RNFL, und dann haben wir hier eben einmal die Dickenkarte der Nervenfaserschicht, Ganglienzellschicht, und eben einmal gedreht, dass es zum Gesichtsfeld passt, für die Nervenfaserschicht die Abweichung mit den Gesichtsfeldpunkten und das gleiche analog für die Ganglienzellschicht. In der 10-Grad-Karte und der 24-Grad-Gesichtsfeld, ne, nach Hans. Korrekt, das 10-Grad genau auf das Ganglienzell. Die Makula, ja. Das 24 auf die Nervenfaser. Genau. Danke. Ja. Okay. Super. Danke, Andreas, dass du es auch direkt noch in der Software zeigen konntest. Wie ich sehe, haben wirklich alle 157 Teilnehmer bis zum Ende durchgehalten. Ein riesengroßes Dankeschön dafür. Ich denke, nun haben wir es aber auch alle geschafft und dürfen uns in den Feierabend entlassen. Ich danke Herrn Professor Mardin und Andreas für die tollen Vorträge und auch für die Beantwortung der Fragen. Und ich wünsche uns allen auch einen schönen Restabend, und vielleicht sehen wir uns bald wieder zu einem neuen Webinar. Und die letzten Worte vielleicht an Frau Dr. Jahn noch einmal auch von Ihrer Seite die Verabschiedung. Ja, vielen Dank, Herr Befort. Mache ich gerne. Professor Mardin, ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, auch Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, für Ihre Teilnahme. Und es ist immer ganz toll, wenn man sieht, dass bis zum Schluss alle dabei geblieben sind und auch den Quiz mitgemacht haben. Also einen schönen Abend an alle. Und ja, auch von meiner Seite bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.